1, 1, 2, ja. So. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie heute Abend Zeit gefunden haben, hierher zu kommen an den Gasteig. Ich möchte Sie im Namen der Münchner Volkshochschule begrüßen. Mein Name ist Michael Wiedel-Stüber. Ich bin innerhalb der Volkshochschule verantwortlich für das Fachgebiet Internet und Multimedia. In diesem Rahmen läuft heute Abend dieser Vortrag. Nun zum Thema. Die Frage an Sie, wertes Publikum, wie viele von Ihnen heute ein Smartphone dabei haben, würde wahrscheinlich im Ergebnis eine Mehrheit, zumindest aber einen wesentlichen Teil der Anwesenden ergeben. Damit haben Sie einen veritablen Kleincomputer dabei, der Ihnen mit dem WLAN, das Sie hier im Haus umsonst abrufen können, den Zugang zum Internet herstellt und damit zu einer gewaltigen Menge von Informationen, Diensten, Angeboten etc. Das Netz ist damit immer dabei und überall und zu einer festen Größe in fast allen Lebensbereichen geworden. Im letzten Teil der Reihe Leben 2.0, und zu dieser Reihe gehört auch der heutige Vortrag, berichtete uns der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Thomas Petri, in seinem Vortrag Digitale Spurenleser, Daten als Markt und Macht, mit welch raffinierten Methoden Wirtschaft und Staatsmacht versuchen, möglichst viele Daten über uns Nutzer, Kunden, Bürger zu sammeln und auszuwerten. Dabei beschrieb er uns Privatheit als menschliches Grundbedürfnis, das es unter anderem mit den Mitteln und Instrumenten des Datenschutzes zu bewahren gelte. Die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden haben uns allerdings ein Ausmaß an unkontrollierter, totaler Überwachung gezeigt, das sich viele von uns so nicht haben vorstellen können. Unter diesem Eindruck müssen wir uns heute die Frage stellen, welche Zukunft unsere Privatheit trotz aller Schutzvorkehrungen überhaupt noch hat, beziehungsweise ob es in einer Welt der Digitalisierung und Vernetzung nicht ein gänzlich neues, ein anderes Denken braucht, damit das Neuland der Internetkultur, der digitale Raum am Ende vielleicht auch zu einer Heimat werden kann. Antworten auf diese und andere Fragen erhoffen wir uns heute von Tim Cole, den ich hiermit herzlich begrüßen möchte. Vielen Dank. Tim Cole ist gebürtiger Amerikaner, lebt aber mit Unterbrechungen seit 1961 in Deutschland. Nach einem Volontariat bei der Rhein-Neckar-Zeitung und einem Studium an der University of Maryland führte ihn sein Weg als Journalist über eine Vielzahl von Stationen. Unter anderem arbeitete er als Redakteur bei der bekannten Zeitung Auto Motor Sport, war geschäftsführender Redakteur der Stereo Play, verantwortete zwischenzeitlich die Zeitschrift Connect und schrieb als freier Journalist unter anderem für das Diners Club Magazin und die deutsche Ausgabe des Playboys, der, wie wir alle ja wissen, nur wegen der gut recherchierten und geschriebenen Artikel gelesen wird. Exakt. Bis 1994 leitete Tim Cole die Redaktionsgruppe Multimedia der Motorpresse Stuttgart, ließ sich dann aber schon 1992 in München als Internetjournalist nieder. Als solcher schrieb er für Kapital, Süddeutsche Zeitung und Computerbild. 1997 übernahm er die Chefredaktion des Wirtschaftsmagazins Netinvestor und wurde im selben Jahr von Focus Online in die Liste der 30 wichtigsten Internetmacher aufgenommen. Heute lebt und arbeitet Tim Cole in der Nähe von Salzburg als Wirtschafts- und Internetpublizist, Moderator und Trainer und schreibt regelmäßig bei verschiedenen Blogs, unter anderem bei Cole.de und Gislandginet. Erfolgsfaktor Internet war sein erstes deutschsprachiges Werk. Im vergangenen Herbst veröffentlichte er zusammen mit Ossi Urs das Buch Digitale Aufklärung, warum uns das Internet klüger macht. Lieber Herr Cole, Wirtschaftsfachmann, Internetpublizist, Innovationsevangelist, Visionär, Webexperte und dienstältester Internetjournalist in Deutschland. Mit diesen und anderen Bezeichnungen werden Sie häufig bezeichnet. Und jetzt kommt da eine Bloggerin, Julia Solinski von politikdigital.de, und unterstellt Ihrem neuen Buch einen radikalen Technikoptimismus. Sind Sie zudem auch ein unreflektierter Technikfreak oder eher doch der Wanderprediger des Internet, wie die Süddeutsche Zeitung Sie einmal bezeichnet hat? Ja, also ich bin sicherlich ein Techie in dem Sinn, dass ich
für Technologie mich begeistern kann. Ich bin Gadget-Junkie. Ich habe jedes neue Gerät, was auf den Markt kommt, muss ich irgendwie ausprobieren. Das Problem ist, ich verstehe nicht so furchtbar viel von Technik. Also ich kann mich nicht unter den Computer legen und drin rumschrauben wie manche anderen. Ich bin aber so grundsätzlich, sagen wir mal, Technik gegenüber aufgeschlossen, das ist richtig. Andererseits bin ich natürlich so lange ein hoffentlich sehr kritischer Journalist, dass ich natürlich auch verstehe, diese Dinge zu hinterfragen. Und ich denke, wenn Sie das Buch lesen, das aktuelle oder überhaupt die Bücher, dann werden Sie feststellen, dass ich versuche schon immer auch die Gegenposition einzunehmen und den Advocatus Diaboli zu spielen. Ich denke, das ist aber eigentlich relativ unerheblich. Das Phänomen, das wir beschreiben, Ossi Urks und ich in diesem Buch, ist eines, das sozusagen nicht mehr aufzuhalten ist. Ich werde nachher in dem Vortrag ein bisschen darauf eingehen, auf die Unausweichlichkeit der digitalen Veränderung, die hier auf uns zukommt. Es geht also nicht mehr darum, zu entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Es geht eigentlich nur noch darum, es irgendwie so beherrschbar zu machen, dass wir wirklich einen, wie Sie es auch so nett in Ihrer Anmoderation meinten, menschenwürdiges Leben uns gestalten und schaffen können in dieser neuen, von Digitaltechnik bestimmten Welt. Ich denke, das ist nicht unkritisch, unreflektiert, sondern ganz im Gegenteil, das ist sehr, ich habe sehr lange nachgedacht über diese Themen, erkenne aber eigentlich keine große Alternative. Wir haben unser Nest gemacht und wir müssen jetzt da drin leben. Ne? Die Frage ist, wie machen wir das? Und dennoch, wenn Sie an NSA denken, Spähaffäre, Datenfresser, kommt Ihnen dann nicht manchmal Zweifel an Ihrer optimistischen Einschätzung des Internets? Wenn ich an die NSA denke, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht, ja. Ich gehe im Vortrag da auch auf das Thema ein. Ich finde das eine Riesensauerei, was da gemacht wird. Finde aber, dass wir das nicht verwechseln dürfen mit der Datensammelwut von Unternehmen. Ich habe da eine etwas kontroverse Ansicht dazu. Also ich denke, das gehört mit zu dieser neuen digitalen Wirklichkeit, in die wir hineinlaufen jetzt, dass wir lernen müssen, mit der Transparenz des Internets zu leben. Was das NSA macht, ist das Gegenteil von Transparenz. Das ist heimliches Ausspähen von Menschen für Zwecke, die wir nicht nachvollziehen können. Ich weiß nicht, warum das NSA meine Daten haben will, ich ahne aber, dass sie damit nichts Gutes tun wollen. Ganz anders bei einem Unternehmen, das meine Daten sammelt. Da weiß ich ganz genau, warum sie das tun. Die wollen mein Bestes. Und davon so viel wie möglich. Ihr Geld. Ich habe mich vorbereitet auf Sie und habe dabei gelesen, dass Sie guten Rotwein schätzen. Kaufen Sie den online oder doch lieber beim Weinhändler Ihres Vertrauens? Das ist schwierig. Am liebsten natürlich beim Weinhändler meines Vertrauens. Aber auch ich kriege die Mails von der Havesco und da ist manchmal was Gutes dabei und da kaufe ich dann auch blind mal eine Kiste und lasse die mir schicken, zumal ich ja das Problem habe, dass ich ja ganz oben in den Tauern wohne, also weit ab von irgendwelchen Weinhändlern. Also bei mir ist es so eine Mischung. Es ist eigentlich wurscht, ob ich jetzt, also ich kaufe sehr, sehr viel online. Das ist aber vielleicht auch der Abgeschiedenheit meines Wohnortes geschuldet. Ich mache das nicht absichtlich oder aus Überzeugung, sondern mehr aus Bequemlichkeit. Schön, dass Sie da sind und Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder in München sein darf, zumal ich nämlich hier fast 20 Jahre gewohnt habe. Und zwar anfangs direkt hier gegenüber am Lilienberg. Ich war der nächstgelegene Abonnent der Münchner Philharmoniker. Wenn alle anderen aus der S-Bahn hochkamen, da haben meine Frau und ich uns angezogen und sind rübergegangen. Wir haben eigentlich immer in Haidhausen gewohnt, leben also wahnsinnig gern hier und es war klasse. Ich wohne hier drüben im Hotel in der Hochstraße und bin also jetzt heute Nachmittag dann schön meine alten Jagdgründe joggen gewesen im Englischen Garten. Chinesische Turm war viel Betrieb heute bei diesem wunderschönen Tag. Es war also klasse. Freut mich, dass ich da sein darf. Das Thema
ist natürlich identisch mit dem Titel des Buches. Und ich muss zugeben, der Titel des Buches, beziehungsweise eigentlich die Unterzeile, warum uns das Internet klüger macht, stammt nicht von Ossi und mir, sondern vom Verlag. Na, denen war das, was wir denen vorgeschlagen haben, nicht reißerisch genug. Und da haben die also das sich einfallen lassen. Das Buch ist eigentlich beantwortet weniger die Frage, wie das Internet uns klüger macht, sondern stellt eigentlich die Fragen, von denen wir glauben, dass wir sie allesamt, kollektiv, als Gesellschaft stellen müssen und beantworten müssen, wenn wir nicht tatsächlich überrollt werden sollen von dieser technischen Lawine, die auf uns zukommt, namens digitale Vernetzung. Vielleicht, wenn ich es einschalte, geht's. Ja. Nochmal ganz kurz zu meiner Person. Also ich bin wahrscheinlich der dienstälteste Blogger in Deutschland. Auf kohl.de blogge ich nämlich seit 1995. Das World Wide Web ging 1994 ins Netz. Ich habe relativ früh angefangen, ein Tagebuch zu schreiben im Internet. Das Wort Blog war noch nicht erfunden, also naja, Tagebuch. Und das mache ich eigentlich kontinuierlich seit 1995, also jetzt demnächst dann 20 Jahre. Und in diesem Blog habe ich eigentlich so die Entwicklung des Internet mehr oder weniger anekdotisch dann versucht festzuhalten. Einfach Geschichten, die das Leben schreibt, Dinge, die mir aufgefallen sind, eingefallen sind, zu beschreiben und zu kommentieren und zu reflektieren. Vieles davon ist witzig, hoffentlich. Vieles davon ist sehr nachdenklich. Ab und zu errege ich mich dann auch ganz fürchterlich über Dinge. Aber im Grunde ist es so eine Art Logbuch von 20 Jahren Internet geworden. Daneben habe ich, wie ja schon gesagt, für einige sehr bedeutende Publikationen auf Papier publiziert. Das heißt also, ich publiziere im Internet und ich publiziere über das Internet. Und als ich dann meine letzten Visitenkarten haben drucken lassen, musste ich irgendeine Berufsbezeichnung draufschreiben. Und dann habe ich mich für Internetpublizist entschieden. Das schien irgendwie zu passen. Ich schreibe, wie gesagt, in regelmäßigen Abständen Bücher, weil es ein gutes Geschäftsmodell ist. Schreibe ein Buch und rede darüber. Das Kundenkartell, 2005 erschienen, hat eigentlich als erstes deutschsprachiges Buch die neue Macht des Kunden beschrieben im Internetzeitalter. Eine These, die ich nach wie vor für sehr wichtig halte, weil da eigentlich diese digitale Veränderung ganz besonders fassbar wird. Unternehmen 2020 erschien 2010 und war der Versuch, so das, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist, zu analysieren und sich dann rumzudrehen und in die Zukunft zu projizieren. Vorsichtig, 10 Jahre. Ich bin kein Zukunftsforscher, das sollte Matthias Horks machen. 10 Jahre ist ein überschaubarer Zeitraum, da bin ich wahrscheinlich noch da und Sie können mich dann auch zur Rechenschaft ziehen, wenn ich mich geirrt habe. Tja, und dann digitale Aufklärung. Das war ein Buch, das ich zusammen mit einem Freund geschrieben habe. Ach so, halt, habe ich aber weggemacht. Der hatte einen Slide da, was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte. Ossi ist ja der Typ mit den großen Rasterlocken, den kennen Sie vielleicht, die roten, richtig knallroten Haare bis zum Hintern und so ein Bart. Furchtbar lieber Kerl, einer der gescheitesten Menschen, die ich kenne. Er hat leider Krebs bekommen und durch die Bestrahlung und die Chemo sind seine Haare ausgefallen. Jetzt sieht er eigentlich ganz armselig aus, aber sein Kopf kommt immer noch gut mit, im Gegensatz zu dem von einigen anderen. In diesem Buch, also ich habe ein anderes Buch noch geschrieben, das liegt auch draußen, falls jemand es kaufen möchte, das habe ich im Eigenverlag rausgegeben, hinter dem Bildschirm, das sind so eine Sammlung von Essays und Anekdoten und kleine Schmankerl und Vignetten, die alle zusammen sozusagen die Entwicklung des Internet in den letzten 20 Jahren versuchen zu beschreiben. Und dieses Bild aber von dem kleinen Mädchen, das durch den Bildschirm steigt in eine neue Welt, ist sehr wichtig und bildet auch in digitaler Aufklärung die Einleitung. Und zwar, weil wir sagen, Sie erinnern sich an Alice in Wonderland. In Alice in Wonderland, im zweiten Band, Through the Looking Glass, das wird im Deutschen meistens mit Alice hinter den Spiegeln übersetzt, sitzt das kleine Mädchen Alice vor dem Spiegel und schaut hinein und sagt zu seiner Katze, du, es ist eigentlich ganz interessant, also in diesem Spiegel ist eine Welt und die sieht genauso aus wie unsere Welt. Gut, sie ist spiegelverkehrt. Ne? Und wie spannend wäre es doch, wenn ich jetzt hinten, wo es um die Ecke geht,
durchlaufen könnt und gucken, ob dort die Welt auch so weitergeht wie bei uns. Und weil sie ein Kind ist und weil es ein Roman war, durfte sie das. Sie steigt also durch den Spiegel hindurch und findet dort eine Welt, die der unseren sehr ähnlich ist. Also es sind viele Dinge, die genauso sind wie bei uns, aber vieles ist auch ein bisschen anders. Und es wird teilweise auch nach anderen Regeln gespielt. Also es wird Schach gespielt, aber beim Schach darf der König so oft ziehen, wie er will. Und ich denke, das ist eine perfekte Metapher für das, was wir erleben. Diese Welt hinter dem Bildschirm, in der wir immer mehr Zeit verbringen, ist der unseren Welt, der realen Welt hier vorne sehr ähnlich. Aber auch dort wird teilweise nach anderen Regeln gespielt und es ist sehr wichtig, diese Regeln kennenzulernen, weil man sonst unter Umständen aneckt oder Misserfolg hat oder fürchterliche Dinge erlebt, denn es gibt in dieser Welt hinter dem Bildschirm natürlich auch das Böse, das es bei uns in der realen Welt ja auch gibt. Und, sehr wichtig, diese Welt hinter dem Bildschirm beginnt immer mehr in unsere reale Welt sozusagen zurückzufunken und unsere Wahrnehmung der Realität zu verändern. Insofern eine ganz wichtige Metapher für alles, was wir hier erleben. Und eines der wichtigsten und der nachhaltigsten Eindrücke, die mir geblieben sind von der Lektüre von Through the Looking Glass, ist die Situation, wo das kleine Mädchen die Rote Königin kennenlernt. Und die Rote Königin geht mit ihr über dieses Land, das eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schachfeld hat, und fängt an, nimmt sie an die Hand und rennt los. Ne? Und so schnell, dass das arme Mädchen nur noch keuchen kann und sie schnauft und sagt, warum laufen wir denn so schnell? Und die Rote Königin sagt, liebes Kind, in diesem Land musst du so schnell laufen, wie du kannst, um nur auf der Stelle zu bleiben. Und wenn du weiterkommen willst, musst du noch schneller sein. Das erinnert doch so ein bisschen an das Thema Internetjahre, nicht wahr? Eine neue Zeitrechnung. 6 bis 7 Internetjahre pro Menschenjahr, diese Ähnlichkeit, das Ähnlichkeit mit Hundejahre. Wir erleben etwas, das in der Fachsprache heute als Digital Acceleration oder digitale Beschleunigung bezeichnet wird. Die Entwicklung läuft in der Tat immer schneller ab. Und wir Menschen, die in der analogen Welt natürlich behaftet sind und die Älteren von uns, ich meine, ich sehe jetzt hier keinen richtigen Digital Native, wir sind natürlich in einer Welt sozialisiert, in der alles ein bisschen langsamer und beschaulicher zuging. Und wir tun uns furchtbar schwer mit dieser Beschleunigung. Die Frage ist, ob die Kids sich genauso schwer tun. Ich würde das bezweifeln, am Beispiel meiner Tochter. Die kommt mit der Beschleunigung eigentlich ganz gut klar. Ich werde im Verlauf der nächsten 5 Viertelstunden, ich versuche mich zu beeilen, bin gebeten worden, so lange zu reden. Normalerweise gibt man mir nicht so viel Zeit. 5 Thesen versuchen mit Ihnen zu teilen. Die totale Vernetzung, nämlich die Tatsache, dass durch die Vernetzung sich alles ändert. Die totale Auswahl, die neue Macht des Kunden und was das bedeutet für Märkte und für Menschen. Die totale Information und These, das Ende des Privaten, wie wir es kennen. Da muss ich leider unserem Datenschutzexperten widersprechen. Privatheit ist ein Auslaufmodell und ist auch nicht mehr zu retten. Totale Kommunikation. In dieser Welt kennt jeder jeden und jeder kann mit jedem kommunizieren. Und die totale Mobilität. Die Tatsache, dass wir alle mit diesen Geräten hier rumlaufen und was weiß ich, was da noch kommt, verändert auch schon wieder und gibt sozusagen diesen ganzen Trends, die wir zuerst beschreiben, nochmal so einen Nachbrenner. Es wird noch schneller, noch bedeutender, teilweise aber auch anders. Ich werde an bestimmten Stellen innehalten und ich würde Sie bitten, wenn Sie vielleicht sich so ein bisschen näher zusammensetzen könnten, dürfte ich Sie darum bitten, weil ich werde Sie bitten, sich an Ihren Nachbarn zu wenden, um mit ihm zu reden. 2, 3 Minuten, einfach, was meinst du jetzt eigentlich dazu oder was sagen Sie dazu oder erzählen Sie ihm irgendwas, was Sie, wozu Sie gerade beflügelt worden sind durch das, was wir besprechen hier vorne. Also bitte so ein bisschen zusammenrücken.
bitte nicht fremdeln. Sie sitzen so ganz außen, Sie sind so einsam. Also gut, wenn Sie dieses Zeichen sehen, das ist der Augenblick, wo Sie chatten sollen. To chat heißt auf Englisch plaudern. Es ist nur im Internetzusammenhang sozusagen entführt worden und bedeutet jetzt also irgendwie dieses Chatten per Computer, wo irgendjemand irgendwas eintippt und so weiter. Und man erlebt es tatsächlich, also meine Frau und ich zum Beispiel schreiben uns E-Mails innerhalb des Hauses. Ich sitze oben in meinem Büro und sie hockt unten im Erdgeschoss. Und bevor ich da jetzt aufstehe und runterschreie oder irgendwas, schreibe ich ihr kurz eine Mail. Neue Zeit, neue Welt. Genau, das war der Ossi. Der Grund, weshalb Ossi und ich das Buch geschrieben haben, dieses digitale Aufklärung, war, weil uns so langsam auf den Senkel ging, diese fürchterliche Modeerscheinung, dem Internet die Schuld zu geben für alle Übel der Menschheit. Unsere Kinder werden dümmer, wir kommen nicht mehr mit, wir sind alle informationell überlastet, man spioniert uns aus und Schuld ist immer das Internet. Einiges, was da so geschrieben wurde in den letzten Monaten und Jahren, ist blanker Unsinn. Und es war Zeit, dass mal irgendeiner ein positives Gegenmodell setzt. Das ist vielleicht auch das, was die Kollegin meinte, als sie uns diese unreflektierte Techno-Freundlichkeit unterstellte. Ja, das ist ein positives Buch, aber es ist kein durchweg positives Buch, sondern es ist nur der Versuch, sagen wir mal, uns den Optimismus zu bewahren angesichts der Entwicklungen, die hier passieren. Aber so Dinge wie digitale Domains oder der Jaron Lanier, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne, der einer der Vorkämpfer war, überhaupt der Erfinder von Virtual Reality, warum der jetzt nun plötzlich also vom Leder zieht, warum die Zukunft uns nicht braucht, oder mein Freund Sascha, der mit den Hahnen kam, ne, den hat es jetzt auch plötzlich gebeutelt und hat also geschrieben, das Internet sei kaputt. Das hilft uns nicht weiter. Na, was soll das denn? Das ist Kulturpessimismus, wie ihn es schon seit Tausenden von Jahren gab. Sokrates hat die Einführung der Schrift in alten Griechenland beklagt, weil er gesagt hat, das würde die Menschen das Vergessen lehren. Sie lernen nicht mehr auswendig, sie können jetzt lesen. Richard Burton, der Autor von The Anatomy of Melancholy im 17. Jahrhundert, hat sich beklagt über die Bücherflut. Es sind viel zu viele Bücher da. Damals wurden in London im Jahr ungefähr 2000 neue Bücher verlegt. Und das war also für ihn die absolute informationelle Überflutung. Kein Mensch kommt da noch mit. Diese Kritiker der Moderne gab es zu allen Zeiten und in die gleiche Schublade passen auch die Schirmachers und die Spitzers und die Cars und die Laniers dieser Welt. Es ist nicht so, dass unsere Gehirne umprogrammiert werden von dem Internet. Jeder halbwegs gescheite Neurologe wird Ihnen sagen, dass man das Gehirn nicht umprogrammieren kann. Das Hirn ist nicht ein Stück Beton, das man durch irgendwelche äußeren Einflüsse in eine neue Form klopfen kann. Das Gehirn ist eine sehr komplexe Maschine zum Verarbeiten von eingehenden Reizen, von Impulsen. Es ist wunderbar in der Lage zu adaptieren. Wir als Menschen, als Spezies sind die wahrscheinlich am adaptierfreudigste Rasse der Welt. Das ist der Grund, weshalb wir so sind, wo wir sind. Weil wir es immer verstanden haben, uns einer sich verändernden Umgebung anzupassen. Wir haben jetzt eine neue Kommunikationsumgebung. Und wir sind dabei, uns da anzupassen. Wir tun das sehr gut. Wir werden nicht fremdgesteuert, wir werden nicht umprogrammiert. Blödsinn. In diesem Buch, Digitale Aufklärung, haben wir am Anfang, wie sich das für ein ordentliches, halbwegs philosophisches Buch gehört, mal erstmal 10 Thesen hingestellt. Und ich werde im Laufe des Vortrags 2 oder 3 davon mit Ihnen teilen. Aber die erste These ist sehr wichtig, weil sie bildet die Grundlage für alles, was ich gleich erzählen werde. Die erste These lautete, alles, was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert. Alles, was sich vernetzen lässt, wird vernetzt. Und das verändert alles. Wir bejubeln das nicht, wir kritisieren es auch nicht, wir stellen fest. Wenn sich etwas digitalisieren lässt, wird es jemand tun. Und wenn sich was vernetzen lässt, wird das auch passieren.
Da sind alle möglichen, teilweise ökonomischen, teilweise sozialen, teilweise wirtschaftlichen Imperative, die diese Entwicklung vorantreiben werden. Und sie lässt sich nicht stoppen, sie lässt sich auch nicht umkehren. Wir werden in einer zunehmend vernetzten, digital vernetzten Welt leben und unsere Kids werden es noch stärker erleben und sie werden sich an diese neue Welt anpassen müssen. Die Frage ist, was passiert da? Die totale Vernetzung, von der wir ausgehen, ist wirklich ein sehr wichtiges Phänomen. Das ist wahrscheinlich das, was Geschichtsforscher später so in 50 oder 100 Jahren sagen werden, wenn sie über den Anfang des 21. Jahrhunderts reden. Nicht das Internet. Das Internet ist eine Maschine, eine bestimmte Form der Vernetzung, sondern das Phänomen der digitalen Vernetzung, die sozusagen in die Welt gesetzt wurde, zu Ende des 20. Jahrhunderts und Beginn des 21. Jahrhunderts. Das ist das, was die wirklich geschichtliche Dimension hat. Die Erkenntnis, dass digitale Vernetzung die Dinge verändert, stammt leider nicht von mir und auch nicht von Ossi, sondern von diesem Herrn. Ossi und ich hatten früher mal eine Talkshow bei NTV und haben als Studiogast mal den Wynton Cerf eingeladen. Wynton ist der Vater des Internet, der Erfinder des TCP/IP-Protokolls, also wirklich ein Mensch, der von der allerersten Stunde an dabei war. Das ist die Grundlage des Internets, TCP/IP-Paketvermittlung. Und Wynton wollte in dieser Sendung unbedingt, dass unsere Zuschauer und wir verstehen, dass Vernetzung immer zu Veränderung führt, ob wir wollen oder nicht. Und er hat dazu ein schönes Beispiel verwendet, das ich gerne mit Ihnen hier teilen möchte. Er hat nämlich vom Internetkühlschrank erzählt, die es damals schon gab. Das ist jetzt vielleicht 6-7 Jahre her. Internetkühlschränke unterscheiden sich von normalen Kühlschränken vor allen Dingen durch diesen Touchscreen hier, diesen berührungsempfindlichen Bildschirm, ein Computer, mit dem Sie Ihren Kühlschrank programmieren können. Sie können ihm sagen, was Sie gern hätten, Butter, Milch, Eier oder was auch immer. Er hat einen Scanner an Bord, kann also anhand der Barcodes erkennen, zum Beispiel, ob die Milch sauer ist oder nicht und ersetzt gehört. Und da es mit dem Internet verbunden ist, kann der Kühlschrank, wenn Sie ihm dazu den Befehl gegeben haben, selbsttätig beim Supermarkt um die Ecke das nachbestellen, was fehlt. Butter, Milch oder Eier, ne, oder Käse oder wie auch immer. Und es ist immer alles da, wenn Sie abends heimkommen, was Sie haben wollen. Toll. Also ich gebe zu, ich kenne auch niemanden, der so einen Internetkühlschrank hat, aber sie werden gebaut, Sie können sie kaufen von LG, von Samsung, meist fernöstliche Hersteller. Was es damals nicht gab, was ich aber Wynton Cerf vorstellen konnte, das war eine Badezimmerwaage mit Internetanschluss. Er sagte, das wäre eine tolle Geschichte. Ne? Also krankhaft übergewichtige Menschen können sich da draufstellen und die Daten werden an den Arzt übermittelt. Der kann die Medikamentierung justieren und die Krankenkasse zahlt. Ne? Tolles Geschäftsmodell. Ich erzähle das schon seit ein paar Jahren und neulich stand so in der allerletzten Reihe einer auf und meinte, aber Herr Kohl, Sie wissen schon, gell, inzwischen gibt's diese Waage. Und ich bin sofort ins Internet gegangen und habe recherchiert und fand tatsächlich von der französischen Firma Withings eine Badezimmerwaage mit Internetanschluss und iPhone-App. Und Sie können mit dem iPhone-App genau das tun, was der Wynton sich vorgestellt hat. Sie können nämlich das Ergebnis Ihrer mehr oder weniger erfolgreichen Bemühungen um Schlankheit aufzeichnen, auf den Computer laden und Sie können es dann auch an Ihren Arzt übertragen. Was Sie aber können, was der Wynton sich nicht vorstellen konnte damals, Sie können es auch im Social Network freigeben. Sie können es also auf Facebook posten oder per Twitter Ihren Freunden wissen lassen, jetzt habe ich wieder 2 Kilo abgenommen. Und das ist gar nicht so uninteressant. Also ich selbst bin Marathonläufer, bin aber auch Feinschmecker und diese beiden Dinge vertragen sich nicht. Und im Winter über fresse ich mir halt einen Bierbäuchler an und der muss dann im Sommer wieder weg. Ne? Und meine Freunde wissen, dass ich so auf den München-Marathon im Herbst zutrainiere und die verfolgen das und geben mir unterstützen mich und loben mich und ja, Tim, klasse, rennen noch 10 Kilometer und so. Also es ist eine tolle Geschichte eigentlich, aber der Wynton konnte sich das damals noch nicht vorstellen. Ohnehin wollte er auf was anderes hinaus. Er sagte, was würde passieren, wenn wir diese Badezimmerwaage mit dem Kühlschrank vernetzen?
Gut, also wenn wir jetzt lang genug nachdenken, kommen wir alle auf irgendwelche Szenarien. Also meine beiden Lieblinge sind also entweder es ist nur noch Diätkost im Kühlschrank oder die Kühlschranktür geht nicht mehr auf. Aber es gibt andere. Das Problem ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es wird nicht mehr so sein wie früher. Nein, Sie müssen es ja auch nicht machen. Aber sobald ich das mache, fange ich an zu verändern. Und jeder von uns... Wenn ich Privatheit habe, muss ich mich weigern, solche Dinge zu machen. Ja, Sie vernetzen, Sie verwenden digital vernetzte Geräte. Ich verweigere. Okay, wunderbar. Zwingt Sie ja niemand. Wenn aber, das ist der Punkt, man anfängt zu vernetzen, und wir vernetzen überall in der Wirtschaft, alle Firmen fangen an, vernetzte Systeme einzustellen, wir haben E-Mail, wir haben alle möglichen Dinge, sobald wir das tun, fangen wir an, die Dinge zu verändern. Und wenn Sie sich verweigern, wunderbar, ist Ihr gutes Recht, nur die Welt um Sie herum verändert sich. Und da können Sie nichts machen, weil die anderen vernetzen. Und dazu stoßen Sie Veränderungspotenziale an. Und das Problem eines Managers, eines Unternehmers zum Beispiel ist heute, dadurch, dass die Unternehmen zunehmend vernetzt sind, verändern sie sich. Man weiß aber nicht so ganz genau, was wird sich ändern. Und Winton wollte eigentlich nur sagen, sei bitteschön, wenn du heute Entscheidungsträger bist oder Verantwortung trägst irgendwo, sei auf der Hut vor dieser Veränderung und versuche möglichst darauf zu reagieren, vielleicht bevor die Konkurrenz das tut. Das ist so das Erfolgsgeheimnis eines Managers im Digitalzeitalter. Die ITler haben natürlich längst für diese Veränderungsprozesse, die durch digitale Vernetzung angestoßen werden, einen Begriff erfunden. Die ITler erfinden immer Begriffe. Diese reden dann von Digital Transformation, digitale Transformation. Aber die Techies meinen damit technische Veränderung. Also vielleicht die Umstellung auf Cloud Computing oder irgend sowas. Ich würde behaupten, dass diese digitale Transformation auch die Menschen betrifft, die an diesen Systemen sitzen und arbeiten und mit ihnen umgehen. Dass auch da in den Köpfen Veränderung stattfindet. Beispielsweise diese Beschleunigung, über die wir vorhin sprachen. Also in dem Buch haben Ossi und ich so einen Begriff geprägt, wir haben Leben in Echtzeit. Echtzeit ist so ein Begriff aus der Computersprache, wo man sagt, sobald man irgendwas eingibt, führt das sofort zu einer Reaktion. Im Grunde ist es so ein bisschen ähnlich bei uns Menschen auch. Wir werden dadurch, dass wir an Systemen arbeiten oder mit ihnen umgehen, die uns erlauben, immer schneller auf Informationen zuzugreifen, immer schneller Ergebnisse zu zeitigen, immer schneller sozusagen unsere Bedürfnisse zu befriedigen, verändern wir uns. Wir sprechen also in diesem Buch von der Generation jetzt, von den ungeduldigen jungen Menschen, die gar nicht mehr bereit sind zu warten auf irgendetwas. Sie müssen ihre Bedürfnisse sofort befriedigen. Wenn sie das nicht können, werden sie ungeduldig und ziehen weiter, weil sie es gewohnt sind. Sie klicken irgendwo drauf und es wird sofort runtergeladen und sofort ausgeführt. Das verändert sozusagen die Erwartungshaltung auch an andere Angebotsformen. Und unter Umständen ist diese wachsende Ungeduld bei den Jugendlichen tödlich für Geschäftsmodelle, die basieren auf so eine etwas verzögerte Bedürfnisbefriedigung, weil vielleicht ein physikalisches Gut erst transportiert werden muss. Es ist ein interessantes Phänomen, diese wachsende Ungeduld bei den jungen Leuten. Ich werte es nicht, ich beschreibe es. Ein anderes Phänomen, eine andere Art, wie die Menschen sich verändern, ist, dass wir beobachten können, wir können das sogar also empirisch beobachten, dass bei jungen Leuten die Fähigkeit zu Multitasking wächst. In seinem Buch Payback behauptet ja Frank Schirmacher, dass Multitasking Körperverletzung sei, was ich für Unsinn halte. Multitasking ist eine notwendige Anpassung des Menschen an eine sich verändernde Kommunikationsumgebung. Wir leben zunehmend in Netzwerken und der Mensch lernt, sich wie ein Knoten im Netz zu verhalten, nämlich gleichzeitig auf mehrere eingehende
Unterhaltungsimpulse, Kommunikationsimpulse, Informationsimpulse zu reagieren. Wir erleben das alle, wenn wir Kinder haben, dass die Kids heute zu Hause Hausaufgaben machen, aber der Fernseher läuft. Außerdem empfangen sie ständig irgendwelche SMS. Die Musik läuft vielleicht auch noch. Und wir Alten sitzen da und sagen, ja, das Kind kann sich nicht mehr konzentrieren. Nein, die Kids können sich nicht mehr hundertprozentig konzentrieren, aber sie können etwas, was viel wichtiger ist in einer vernetzten Welt, sie können ihre Aufmerksamkeit aufteilen und sie können sich gleichzeitig mit mehreren Dingen beschäftigen. Ob wir das gut oder schlecht finden, ist völlig unerheblich. Es ist eine vermutlich überlebenswichtige Fähigkeit und wird unsere Kinder dazu in die Lage versetzen, besser in dieser Welt zurechtzukommen als wir. Ohnehin ist dieser Begriff der Digital Natives mit Vorsicht zu genießen. In dem Buch bezweifeln Ossi und ich auch, dass es überhaupt Digital Natives gibt. Denn man kann nicht einfach ein beliebiges Datum setzen und sagen, also alle, die nach diesem Tag geboren sind, die sind sozusagen in dieser digitalen Welt zu Hause und alle, die davor sind, das sind so die digitalen Zugereisten oder digitalen Einwanderer oder die digitalen Dinosaurier, ist irgendwie Unsinn. Was es gibt, und das haben wir uns ausgeborgt bei Mercedes Banz, das ist eine Dame, die für den Guardian sehr kluge Dinge schreibt, und sie hat unterschieden in sogenannte Neophile und Neophobe, also Menschen, die eher, sagen wir mal, dem Neuen gegenüber aufgeschlossen sind, die grundsätzlich, sagen wir, kein Problem damit haben, und den Neophoben, für die alles Neue mal erstmal verdächtig ist. Das ist ein urmenschlicher Trieb, diese Angst vor dem Fremden. Wenn zwei Spanier sich verabschieden, sagen sie, que hoya no novidad, möge, bis wir uns wieder treffen, nichts Neues sein. Weil das Neue an sich ist fremd, unbekannt und deshalb bedrohlich. Es gibt Studien, wir haben die bei der Motorpresse mal früher gemacht, weil wir Zielgruppen analysieren wollten. Wem kann man denn eigentlich überhaupt eine Technikzeitschrift verkaufen? Nicht jedem. Und wir haben also festgestellt, dass ungefähr 40% der Bevölkerung grundsätzlich, sagen wir mal, dem Neuen, dem Technischen und so weiter gegenüber positiv aufgeschlossen sind. Das waren dann so unsere TAPs, die Technically Advanced People haben wir die genannt. Das war eine Zielgruppe. Also wenn man jemanden hat, der ein Tab ist, dem kann man eine Autozeitschrift verkaufen oder man kann ihm vielleicht eine Hi-Fi-Zeitschrift verkaufen oder man kann ihm vielleicht ein Fliegermagazin verkaufen oder irgendwas. Bei den anderen 60% brauchst du gar nicht erst probieren. Die wollen nicht. So ähnlich ist es bei diesen Neophilen und Neophoben. Die Neophile sind die, die sozusagen bereitwillig voranschreiten. Die Neophoben sind eher die, die bremsen, zurückhalten, sich erstmal verweigern. Irgendwann, entweder sterben sie aus oder werden überzeugt und fangen so langsam an, so ein bisschen, sich für diese Dinge zu beschäftigen. Und das Leben geht weiter. Veränderung als Chance ist, denke ich, auch so ein Phänomen, das wir erkennen und analysieren können. Es gibt Menschen, die grundsätzlich Veränderungen natürlich ablehnen und jede Menge Gründe finden, weshalb man es nicht anders machen sollte. Georg Kreisler hat immer gesungen, ändern lässt sich gar nichts, denn sonst hätte man es längst gemacht. Andere empfinden Veränderung als Chance. Ich finde diesen Spruch sehr schön. Don't be afraid of change, you may end up losing something good, but you'll probably gain something better. Habe keine Angst vor Veränderung. Vielleicht wirst du etwas Liebgewonnenes verlieren, aber wahrscheinlich wirst du etwas Besseres bekommen. Dies ist sozusagen als Aufmunterungsruf. Und ich denke, Walter Benjamin verdient es, an dieser Stelle zitiert zu werden, der sagte, die technischen Revolutionen sind die Bruchstellen, an denen die gesellschaftlichen Tendenzen zum Vorschein kommen. Was wir heute erleben, ist ein gesellschaftlicher Umbruch. Ja, ausgelöst durch eine technische Veränderung, aber die technische Veränderung ist nicht allein zu sehen, sie ist immer im sozialen
Kontext zu betrachten. Das ist jetzt der Augenblick, wo ich Sie bitten würde, einfach mal das, was jetzt gesagt und gehört worden ist, mal einfach miteinander zu bereden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Sitznachbarn und reden Sie mal 2-3 Minuten mit dem über diese Themen. Was haben Sie erlebt? Wie finden Sie das? Ne? Sind Sie einverstanden? Sind Sie nicht einverstanden? Ist wurscht. So, ich denke, Sie hatten jetzt genügend Zeit, die ersten Eindrücke mal auszutauschen, mal ein bisschen auch vielleicht Druck von der Seele zu nehmen. Denn vieles von dem, was ich Ihnen hier erzähle, ist natürlich sehr gegen vieles von dem, sozusagen, womit wir vertraut sind. Oder vielleicht hat der eine oder andere auch sich dadurch bedroht gefühlt. Ich will jetzt zum zweiten Thema kommen, weil das ein ganz wichtiges Beispiel für die These ist, dass durch digitale Vernetzung sich auch in den Köpfen etwas ändert. Und ich denke, nirgendwo wird das so deutlich wie in dem Verhältnis zwischen Anbieter und Kunde. Der Kunde ist der große Gewinner aus der Vernetzung, aus dem Internet. Der Kunde aber jetzt nicht unbedingt definiert als Endverbraucher, sondern jeder, der in der Rolle des Kunden ist. Das gilt auch für B2B-Bereiche, also wo Firmen mit anderen Firmen Geschäfte machen. Immer derjenige, der in der Rolle des Kunden ist, hat das große losgezogen. Ich spreche da gerne von der totalen Auswahl und stellvertretend für diese Entwicklung sehe ich die Firma Amazon. Amazon ist ja nicht etwa der Jeff Bezos angetreten mit dem Anspruch, der größte Buchhändler der Welt zu werden. Das war nur ein Einstiegspunkt, weil es ziemlich einfach war. Jeff wollte und will immer noch der größte Händler der Welt werden. Und Sie kriegen ja auch bei Amazon heute alles. Sie kriegen da Damenoberbekleidung, Sie kriegen Gartenmöbel, Sie kriegen Elektronik, also alles. Ja, also alles. Also sagen wir so, wenn Sie es noch nicht kriegen bei Amazon, dann warten Sie ab, denn das ist der Anspruch, den Bezos hat. Ja, weil unterm Strich natürlich alles sich bei Amazon lohnen muss. Deswegen ist die Firma ja auch sehr erfolgreich, hat auch einen solchen wunderbaren Börsenwert. Aber wie gesagt, der größte Händler der Welt, dass er nicht alles verkaufen kann, ist natürlich klar, aber viel mehr als, sagen wir mal, jedes Supermarkt oder jedes Kaufhaus der Welt. Es ist eigentlich auch nur die Fleischwerdung, wenn man so will, eines Trends, der auf andere Dinge basiert. Wir haben ja als Kunden heute wirklich ein unbegrenztes Angebot. Unbegrenzt im Wortsinne, denn es gibt keine Grenzen, keine Landesgrenzen mehr. Wenn ich das, was ich haben will, hier in München nicht finde, dann kaufe ich es in Amerika oder auf den Fidschi-Inseln oder sonst irgendwo. Niemand kann mich daran hindern. Ich muss vielleicht ein bisschen Zoll zahlen, ja, aber wenn ich es wirklich will und ich die Geduld habe, so lange zu recherchieren, bis ich es finde, dann kriege ich es auch. Das ist eine ganz neue Situation, die hatten wir in der Geschichte der Menschheit so noch nie. Auf meiner Reise zu diesem Produkt oder dieser Dienstleistung, die ich haben will, bekomme ich natürlich als Kunde unendliche Marktübersicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie viel Aufwand ich bereit bin zu treiben, um mich über ein Produkt zu informieren. Am Ende weiß ich unter Umständen mehr über dieses Produkt als der Hersteller oder der Verkäufer des Produkts.
Ohnehin haben wir es mit einem wesentlich besser informierten Kunden zu tun als je zuvor in der Geschichte. Und das hat sich auch in ganz anderen Bereichen ausgewirkt. Mein Freund Norbert Bolz, der ist Ordinarius an der TU in Berlin, hat in einem Vortrag neulich mal behauptet, dass das Internet die Ärzte, den Ärzten ihr wichtigstes Heilmittel genommen habe, nämlich den Placebo-Effekt. Na, wir haben ja früher diesen Herrgöttern in Weiß geglaubt, wenn die was gesagt haben. Und wir haben brav die Tablette genommen, die er uns verschrieben hat. Und heute, ich habe meinen Arzt mal gefragt, ob das stimmt. Er sagt, ja, ja, die Leute kommen heute mit so einem Stapel Google-Ausdrucke in die Praxis und sagen mir, was ihnen fehlt. Und sagen mir, welches Medikament ich ihnen verschreiben soll. Und wehe, ich verschreibe es nicht, dann gehen sie nämlich zum anderen. Kunden, Patienten werden zunehmend auch Kunden von Ärzten. Also komplette Übersicht. Nur eine Frage des Aufwandes, den ich bereit bin zu betreiben, aber ich kann alle Informationen, die es gibt, bekommen. Ein Teil dieser Marktübersicht ist die Preistransparenz. Ich weiß heutzutage, was ein Produkt oder eine Dienstleistung kosten darf. Und die Anbieter sind heute in dieser Situation, wenn man so will, dieser beiden Tankstellenbesitzer. Wenn einer von denen seinen Preis ändert, muss der andere ganz schnell seine Leiter holen, hochklettern und seinen Preis anpassen, weil er sonst weiß, was passiert. Alle gehen auf die andere Straßenseite. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, im Internet auch mal einen höheren Preis zu verlangen. Es ist nur viel schwerer als früher. Also wenn man nur über den Preis verkauft, ja, dann müssen Sie der Billigste sein. Wenn Sie irgendwas zusätzlich bieten können, Service, Markenimage, was auch immer, Sympathiebonus, dann können Sie vielleicht einen etwas höheren Preis verlangen, aber auch nicht unverschämt viel. Der Kunde, wie gesagt, der Kunde, es gibt mehrere Dinge, die zur Preisfindung beitragen. Wenn Sie aber nur über Preis verkaufen, dann der Billigste. Und der vierte Aspekt, der wirklich zugunsten des Kunden fungiert, ist diese Möglichkeit der Interaktion. Das Internet ist ja ein Kommunikationsmedium. Und der Kunde kann über das Internet sich zu Wort melden. Er kann den Anbieter ansprechen. Und zwar auf Augenhöhe ansprechen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass der Anbieter die Botschaft kontrollierte. Und wir mussten das lesen oder hören oder im Fernsehen angucken, was der Anbieter wollte. Sondern wir können sozusagen unsere eigenen Botschaften formulieren. Wir können auf den Anbieter zugehen und können ihm einen Vorschlag machen. Können sagen, also, na, das ist mir zu teuer, aber ich würde dir folgenden Preis anbieten. Also wir können feilschen. Das Internet ist ein riesiger Teppichbasar. Wir können aber auch, und das ist neu und für den Anbieter potenziell katastrophal, wir können uns über den Anbieter unterhalten mit anderen Kunden. Wir können uns über ihn beschweren. Ja, wir können ihm richtig uns das Maul fusselig reden. Wir können seinen guten Ruf zunichte machen. Und im schlimmsten Fall weiß der das gar nicht, weil er vielleicht glaubt, dass Facebook eigentlich etwas ist, was man nicht während der Dienstzeit benutzen darf. Also kriegt er gar nicht mit, dass seine Kunden längst ihn eigentlich in den Sack gestellt haben. Diese Interaktion ist wirklich was ganz Neues und etwas, mit dem sich Anbieter insbesondere sehr, sehr schwer tun. Diese neue Macht des Kunden im Internetzeitalter basiert also auf vier Säulen. Das Angebot, die Marktübersicht, die Preistransparenz und die Interaktionsfähigkeit. Und das verändert in der Tat, wie Anbieter und Kunden heutzutage miteinander umgehen. Der Kunde gewinnt ja jedes Mal, wenn ein neuer Kanal hinzukommt. Das Internet ist ein Vertriebskanal, es ist aber auch ein Beratungskanal, es ist ein Kommunikationskanal. Und jedes Mal, wenn ein neuer Kanal kommt, ist der Kunde der große Gewinner. Doch klar, denn der Kunde entscheidet, welchen Kanal er wofür verwendet. Und niemand kann ihn zwingen, einen bestimmten Kanal zu verwenden. Sie können, okay, wenn Sie Einzelhändler sind, sagen, gut, ich verkaufe nicht übers Internet. Dann haben Sie sich aber gerade abgeschnitten von einer bestimmten Anzahl von Kunden, die für sich die Entscheidung getroffen haben, ich will online einkaufen. Und jeder Kunde entscheidet ja anders. Der eine Kunde geht in den Laden, lässt sich beraten und geht anschließend ins Internet und kauft dort, was billiger ist. Andere Kunden gehen ins Internet und machen sich schlau und gehen dann in den Laden. Was Sie mich nach dem Rotwein gefragt haben, ein viel besseres Beispiel ist für mich
Zigarren. Ich rauche gern Zigarren. Ich würde niemals eine Zigarre im Internet kaufen. Denn dazu ist es viel lustiger, wenn ich hier vorgehe ins Tal zum Herrn Huber und gehe da rein und gehe in seinen Humidor-Schrank, seinen Raum und rieche diesen Tabak. Das ist ein so sinnliches Gefühl, ne? Und dann kommt der alte Huber, der ein Experte ist, vor allem für Pfeifen eigentlich, ich rauche auch gern Pfeife, und ich kann in den Tabakdosen rumfuhrwerken, die Nase reinhalten. Also das ist doch ein sinnliches Erlebnis, hoch drei, ist nicht zu ersetzen. Das heißt aber nicht, dass Sie unbedingt Ihre Zigarren beim Huber kaufen müssen. Vielleicht sagen Sie, nein, ich finde es geschickt, dass ich die im Internet kaufen darf. Wenn Sie in Deutschland leben, haben Sie Glück. Übrigens in Österreich dürfen Zigarren, Tabakwaren überhaupt nicht versandt werden. Also wenn Sie sie geschickt bekommen mit der Post und die Post kriegt das mit, dann kriegen Sie Ärger. Also wie gesagt, der Kunde entscheidet, welchen Kanal er wofür verwendet. Wo er kauft, wo er sich beraten lässt, wo er sich informiert. Und der Anbieter ist ein armes Schwein. Der Anbieter kann ja nur reagieren in diese Situation. Der Anbieter ist gezwungen, auf allen Kanälen präsent zu sein. Er muss auf allen Kanälen gut sein. Er muss auf allen Kanälen seinen Kunden entgegenkommen, weil sonst verliert er die Kunden, die für sich einen bestimmten Weg gewählt haben. Und ich kenne keinen Anbieter, der so viele Kunden hat, dass er sagen kann, die brauche ich nicht. Das ist schon eine neue Situation, in die wir hineingewachsen sind in den letzten Jahren. Und für mich, wie gesagt, ein schlagendes Beispiel dafür, wie größere, auch soziale Veränderungen in relativ kurzer Zeit aufgrund digitaler Vernetzung vorangetrieben werden. Wenn es stimmt, dass der Kunde heute mächtiger ist denn je, dann heißt das für den Anbieter, dass es eigentlich nur einen Weg gibt, weiterhin erfolgreich zu sein. Er muss diesen Kunden gut kennen. Wissen um den Kunden wird entscheiden darüber, ob jemand wirtschaftlich erfolgreich ist oder nicht. Je besser ich den Kunden kenne, desto besser bin ich in der Lage, zu erahnen, was er vielleicht als nächstes gerne haben möchte oder ihn vielleicht vorauseilend Vorschläge zu machen, was vielleicht für ihn gut wäre. Und ich bin dann auch in der Lage, ihn zu verschonen von Dingen, die ihn stören. Ich mache ihm dann keine Angebote mehr für Kinderwindeln, wenn ich weiß, dass seine Tochter längst aus dem Haus ist. Also im Grunde ist es für den Kunden dann auch ein Vorteil, nicht mehr belästigt zu werden mit Dingen, die er nicht haben will. Vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit für Sie auch mal so ein, zwei Minuten mal über Ihre Rolle als Kunde und ob sich der verändert hat, zu unterhalten. Okay, dann können wir vielleicht mal diesen Gedanken ein bisschen weiterspinnen. Ich habe gesagt, in einer vernetzten Marktwirtschaft wird Wissen um den Kunden entscheiden. Das Problem ist, Information ist nicht Wissen. Information ist ein Rohstoff. Wir haben viele Informationen über unsere Kunden. Zu Wissen wird Information nur durch einen Veredelungsprozess, der üblicherweise in diesem massiv parallel arbeitenden Hochleistungsrechner
funktioniert, den wir jeder bei der Geburt ausgehändigt bekommen und der in der Regel bis zum Ablaufdatum auch noch funktioniert. Nur, wenn Sie sehr viele Kunden haben, dann ist auch dieser Computer, dieser organische, irgendwann mal überfordert. Das heißt, wir brauchen dann schon Systeme, die in der Lage sind, uns zu helfen, Informationen aufzubereiten. Das Problem ist, dass wir sehr viel Information haben. Die Menge des Wissens auf der Welt wächst ständig. Es gab noch eine Zeit, in der die Frage sehr leicht zu beantworten war, wie viel Wissen braucht der Mensch. Der heilige Isidor von Sevilla, der so um 600 rum gelebt hat, der hat versucht, das war sein Lebenswerk, das gesamte Wissen, das gesamte wertvolle Wissen der Menschheit zu sammeln und in ein mehrbändiges Buch zu gießen, die Etymologie. Es waren zum Schluss 20 Bände, es sind 154 Autoren zitiert worden. Ich finde das nicht bemerkenswert, dass der heilige Isidor diesen Anspruch hatte. Es war eine andere Welt damals. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass die letzte Auflage der Etymologie 1529 erschien. Das heißt, 1000 Jahre lang konnte dieser Anspruch aufrechterhalten werden. Das ist die Summe des verwertbaren Wissens der Menschheit. Heute ist es so, dass Google nach Aussage von Eric Schmidt, dem früheren Vorstandsvorsitzenden, jedes Jahr so viel neue Information erzeugt, wie im Laufe der Menschheitsgeschichte bisher angefallen ist. Und er hat mal eine Zahl genannt, das ist ein paar Jahre her. Er hat dann eigentlich das erste Mal, dass ich das Wort gehört habe, von Exabytes gesprochen. Also ich kenne Bytes, meine erste Festplatte hatte genau 64 Kilobyte, also 64.000 Bytes passten da drauf. Nicht Festplatte, die Floppy-Disk-Laufwerk. Ich kriegte dann eine Festplatte, die erste, die hatte 20 Megabyte. Und ich habe mich damals gefragt, wie kann man jemals eine solche Festplatte füllen? Heute habe ich natürlich wie Sie auch eine Terabyte-Festplatte. Wir müssen uns langsam dran gewöhnen an neue Wörter. Also die Terabytes sind längst out, das hat jeder in seinem Computer. Petabytes, das war bisher den Rechenzentren vorbehalten. Wahrscheinlich erleben wir das noch, dass wir Petabyte-Festplatten angeboten kriegen. Ich habe jetzt gerade so eine 2-Terabyte-Festplatte für 64 Euro gekauft. Also als nächstes kommen dann die Exabytes von Schmidt, aber die Leute, die wirklich mit großen Datenmengen heutzutage umgehen, sprechen längst von Zettabytes. Und nächste können sich doch mal darauf vorbereiten, sind Jottabytes. Ich bezweifle, dass wir noch erleben werden, dass man Jottabyte-Festplatten hat, aber unsere Kids vielleicht, wer weiß. Die Prognosen im Augenblick gehen davon aus, dass also erstmal, angeblich gibt es auf der Welt ungefähr 2,75 Zettabytes an Informationen. Diese Zahl, erwartet man, wird aber bereits bis 2015 auf 8 Zettabytes anwachsen, also sich nochmal verdreieinhalbfachen oder wie auch immer. Also es ist eine wahnsinnige Beschleunigung auch in dem Wachstum von Informationen, die irgendwie verarbeitet werden müssen. Wie das unsere Computer schaffen sollen, weiß ich nicht. 10% der Erdenergie wird heute schon von Computern verbraucht. Wenn sich das jetzt nochmal verdreifacht, irgendwann müssen wir bei 30%, wir können ja gar nicht mehr so genug Strom produzieren, dass wir überhaupt diese Daten verarbeiten können. Die gute Nachricht ist, die IT-Industrie arbeitet an sogenannten Cognitive Computing Systemen, also Computersysteme, die nach Vorbild des menschlichen Gehirns arbeiten und wesentlich schneller und wesentlich energieeffizienter sein werden. Und die sind ungefähr in 2 Jahren marktreif. Also die IT-Industrie wird uns dann vor ihrem eigenen Energiefraß retten. Das sind auch die einzigen, die es können. Diese wahnsinnige Wachstum an Informationen hat zu einem neuen Begriff geführt, den ich für äußerst unglücklich halte, Big Data. Big Data war das große Thema jetzt auf der CeBIT, die gerade zu Ende gegangen ist. Denen ist auch selber aufgefallen, dass man den Begriff eigentlich nicht verwenden kann, weil er jeden sofort erinnert an Orwell und Big Brother. Deswegen haben sie auch dieses Jahr den neuen Begriff eingeführt, Datability. Das war das Schlagwort der CeBIT. Das ist sozusagen Big Data mit der Ability, mit der Fähigkeit, damit effizient und vor allen Dingen verantwortungsvoll umzugehen.
Das war so das Thema, über das wir gesprochen haben. Tatsächlich im Zeitalter von Big Data sind wir unter ständiger Beobachtung. Ja, wir hinterlassen ständig Datenspuren. Man weiß wahnsinnig viel über uns. Die Frage ist, wer weiß es und was tut er damit? Ich denke, eine Firma, sagte ich ja schon, darf ruhig Daten über mich sammeln. Finde ich in Ordnung. Wissen Sie, keine Firma, die noch bei Trost ist, wird jemals diese Information gegen mich verwenden. Denn sie fürchten meine Reaktion. Was tue ich, wenn ich das mitkriege? Ja, ich bin dann nicht mehr Kunde von denen. Und das ist die Höchststrafe, die ich aussprechen kann, einem Unternehmen gegenüber. Und im Grunde sind wir auch alle, fühlen wir uns sehr wohl dabei, dass unsere Anbieter, die Firmen, mit denen wir Geschäfte machen, bei denen wir einkaufen, dass die uns kennen. Denn das war früher ja schon so. Tante Emma, diese typische kleine Händlerin an der Ecke, die kannte mich doch. Also ich lebe in einer etwas anderen Welt, im Lungau, in Österreich. Und bei uns in St. Michael gibt es am Freitagmorgen einen Bauernmarkt. Und da sind die Bäuerinnen, die verkaufen das, was so auf den Bauernhöfen produziert wird. Butter, Milch, Käse, Eier, selbstgebackenes Brot. Und die Leute stehen da also bis auf die Straße an, um da einkaufen zu können. Und wenn ich da reinkomme, steht die Löcksbäuerin hinterm Tresen und sagt, hier Tim, das ist deins. Und die weiß genau, ich krieg 2 Butter, ich krieg 10 Eier, ich krieg ein Brot von ihr gebacken, weil mir das besser schmeckt als das von ihrer Nachbarin und so weiter. Das ist alles schon vorbereitet. Aber sie kann auch sagen, du Tim, wir haben was ganz Neues, einen tollen neuen Käse, hat die Peterbäuerin gemacht. Ne? Und das solltest du probieren, das wird dir schmecken. Und das kann sie sagen, weil sie mich kennt. Wissen um den Kunden entscheidet. Das entschied damals schon. Es ist nichts anderes. Was ganz anderes ist, das, was diese Schweine mit uns machen. Also, dass der Snowden ein Whistleblower sei, wird ja in Amerika bestritten. Der ist Vaterlandsverräter. Also, der Begriff darf ja gar nicht verwendet werden. Dabei hat er uns natürlich einen Riesendienst erwiesen, nämlich uns zu zeigen, was unsere sogenannten Beschützer ständig mit uns machen. Sie spähen uns aus und wir wissen nicht warum. Ich bin Amerikaner, ich muss fürchten, wenn ich in Amerika bin und ich gehe zum Flughafen, dass da so ein großer TSA-Mensch steht, der vom Heimatschutz, und sagt, tut mir leid, Sie dürfen nicht fliegen. Und wenn ich ihn fragen würde, dann würde er sagen, ja, Sie stehen auf der Liste. Und wenn ich ihn fragen würde, wie ich auf die Liste gekommen bin, würde er sagen, das weiß ich nicht. Und wenn ich ihn fragen würde, wie komme ich denn wieder von der Liste runter, würde sagen, ich weiß es nicht. Diese Schweine spionieren uns aus. Sie tun Dinge mit unseren Informationen, die wir nicht kontrollieren können und die potenziell gegen unsere Interessen sind. Und wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Wir müssen uns wehren. Und der einzige Weg, wie man sich in einem Rechtsstaat wehren kann, ist, indem wir politischen Druck aufbauen. Wir müssen Politiker wählen, die diese Leute an die Leine nehmen und dafür sorgen, dass die ordentlich arbeiten. Dass Terrorismusbekämpfung notwendig ist, bezweifelt kein Mensch, glaube ich. Nur, dass wir komplett unsere Informationsfreiheit eingetauscht haben gegen scheinbare Sicherheit vor Terroristen, ist eine furchtbare Entwicklung und darf nicht sein. Es gibt einen Passus, ein Rechtsprinzip, das in Deutschland Verfassungsrang hat, nämlich die sogenannte informationelle Selbstbestimmung. Meine Daten gehören mir. Und eigentlich muss jeder, der diese Daten sammelt, mir Rechenschaft abgeben darüber. Theoretisch müsste er mich sogar mir erlauben, diese Daten zu löschen, wenn ich das will. Tatsächlich verstoßen unsere Behörden jeden Tag millionenfach gegen unsere Verfassung. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Wir müssen Regeln erzwingen, die die Datensammler zwingen, uns zu sagen, was für Informationen sie über uns haben und notfalls auch diese Daten zu löschen, wenn wir das wollen und wenn das, sagen wir, im rechtsstaatlichen Rahmen möglich ist. Ich sage das schon seit Jahren und werde gerne belächelt als Spinner nach dem Motto, das wird nie passieren.
Und ich war deswegen sehr beruhigt und befriedigt, als ich neulich zu einer Online-Pressekonferenz eingeladen wurde von der Firma Axiom. Sie kennen die Firma Axiom vermutlich nicht, aber Axiom kennt Sie. Und zwar sehr, sehr gut. Axiom ist der größte sogenannte Data Broker in Amerika und sammelt weltweit Informationen über uns aus allen verfügbaren legalen Quellen, verdichtet diese Informationen zu sogenannten Profilen und verkauft diese Profile an Unternehmen, die gerne mit uns ins Geschäft kommen wollen. Das haben sie bisher immer heimlich gemacht. Wir wussten nichts davon. Jetzt hat der Scott Howe, der CEO, eingeladen zur Pressekonferenz und dort bekannt gegeben, dass ab sofort Axiom jedem in Nordamerika erstmal, aber später soll das weltweit ausgerollt werden, das Recht einräumt, wir dürfen in die Datenbank rein und wir dürfen gucken, was hat Axiom für uns, über uns für Informationen gespeichert. Und wir dürfen auch diese Informationen, wenn wir sie für unrichtig halten, ändern. Aber das ist nicht so ganz einfach, das mit dem Ändern. Denn man kann ja nicht jedem erlauben, einfach die Geschichte umzuschreiben. Wenn es wahr ist, ist es wahr. Es ist leider nicht so, dass alle Damen 29 sind, aber wenn man ihnen erlauben würde, ihr Alter sozusagen selbsttätig zu verändern, könnte das passieren. Also hat Axiom eine, wie ich finde, sehr einfache und sehr pragmatische Lösung gefunden. Die haben gesagt, okay, also du kannst es ändern, aber der alte Eintrag bleibt stehen. Und dann soll derjenige, der dieses Profil kauft, selbst entscheiden, welche Quelle er für glaubwürdiger hält. Also nennen Sie mich einen Spinner, aber ich denke, das NSA und das BND und das MAD und was die alle heißen, diese lauter drei Buchstaben-Typen, die könnten sowas doch auch machen. Die könnten uns doch auch erlauben, reinzugehen und zu gucken und möglicherweise zu ändern, wenn es nicht jetzt, sagen wir mal, ein anhängiges Rechtsverfahren oder wenn ich nicht wirklich akut terrorismusverdächtig bin. Warum nicht? Es kommt nur auf unseren Willen als Bürger an, ob wir das wollen und ob wir diejenigen wählen, die dafür sorgen, dass solche offensichtlich möglichen Spielregeln eingeführt und eingehalten werden. Wir sind das Volk. Was mich auf einen Umweg zu dem bereits angesprochenen Thema Privatheit bringt. Also, dass wir am Ende von Privatheit stehen im bisher verstandenen Sinn, ist, glaube ich, unzweifelhaft, denn wir entkommen der Transparenz des Internet nicht. Wir können uns, Kollege hier schottet sich ab, okay, Ihre Privatheit wird gewahrt bleiben. Die meisten von uns sind aber nicht in dieser beneidenswerten oder wie auch immer Situation, sondern für uns ist dieses Tauschgeschäft Information gegen Komfort, gegen Service, gegen wie auch immer, so attraktiv, dass wir halt dann doch aufmachen und sozusagen Stück für Stück uns unsere Privatheit entledigen. Ist das überhaupt schlimm? Denn ich würde dem Datenschützer vehement widersprechen wollen, der sagte, es gibt ein Menschenrecht auf Privatheit. Das ist Unsinn. Privatheit ist eine sehr moderne Erfindung. Es ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, des Großbürgertums. Denn bis dahin hat niemand, außer vielleicht ein paar gekrönte und Häupter und sehr reiche Leute, hat niemand Privatheit gehabt. Die kannten das gar nicht. Der Rückzug ins Private ist eine ausgesprochen 19. Jahrhundert Erfindung überhaupt. Bis dahin lebte der Mensch in Stammesgemeinschaften oder auf Dörfern. Also ich lebe heute in einem Dorf und ich weiß, wovon ich rede. Es gibt im Dorf keine Geheimnisse. Jeder weiß im Dorf alles über jeden. Und wenn ich irgendwas wissen will über irgendjemand im Dorf, dann gehe ich zu Christa. Die weiß alles. Aber wir haben im digitalen Dorf der Zukunft auch keine Geheimnisse. Wir leben ja im digitalen Dorf. Die Segen oder Unsegen, je nachdem, wie Sie sehen wollen, der Digitaltechnik sind selbst im fernen Borneo inzwischen längst weit verbreitet und mit diesen natürlich alle
Dinge wie Preisgabe des Privaten, denn diese Geräte senden natürlich heutzutage GPS-Signale und wird der Datum und Aufnahmeort bereits festgehalten in den Kameras. Das weiß dieser Buschmann natürlich nicht, dass er soeben seine Privatheit aufgegeben hat, aber es ist so. Wir sind ständig umgeben von wir werden ständig beobachtet. Verkehrskameras, diese Dinge hier. In den nächsten Jahren wird die Entwicklung von Drohnen, also von führerlosen fliegenden Objekten, einen Riesenboom erleben. Und dieses Gerät hier, das ist bereits ungefähr so groß wie so ein Tisch hier, wird benutzt, um das Innere von Brücken zu inspizieren, um zu gucken, ob die jetzt langsam zerbröseln oder so. Aber wenn Sie natürlich sowas bei Konrad Elektronik kaufen können, dann können Sie es natürlich auch benutzen, um bei der Nachbarin ins Fenster reinzugucken. Wie wollen wir das verhindern? Die Dinger werden kommen, sie werden gekauft. Ich denke, wir führen da einen relativ aussichtslosen Rückzugskampf bei dem Versuch, sozusagen immer wieder das Private zu retten. Vielleicht gibt es ja eine ganz andere Lösung. Ich habe einen hochinteressanten Vortrag von einem italienischen Psychologen neulich gehört, der erzählte von der Commedia dell'arte, die italienische Volkstheaterkunst, die viele hundert Jahre alt ist. Und jeder in Italien kennt diese diversen sogenannten Lazzi, diese kleinen Geschichten, die immer auf der Bühne erzählt werden. Und es sind auch immer die gleichen Figuren. Eine der Figuren ist Pulcinella. Pulcinella ist so ein Tumbator, ne, so ein bisschen wie ein Kasperl. Und in einem sehr beliebten Stück, das also in Italien oft aufgeführt wird, erzählt jemand dem Pulcinella ein Geheimnis. Aber der arme Pulcinella ist unfähig, ein Geheimnis für sich zu behalten. Also geht er reihum zu allen im Stück beteiligten Akteuren und erzählt ihnen das Geheimnis. Sagt aber immer dazu, Achtung, es ist ein Geheimnis, nicht weiter erzählen. Das Ergebnis ist, dass nach relativ kurzer Zeit alle Akteure, aber natürlich auch jeder im Publikum, das Geheimnis kennt. Und das Besondere ist, dass alle so tun, als wäre es ein Geheimnis. Niemand verrät es weiter. Und dieser Professor Modelli hat also Parallelen gezogen. Er sagte zum Beispiel, IT-Sicherheit sei ein Segreto di Pulcinella. Ne? Also wir geben viel Geld aus, um unsere Computersysteme zu schützen, obwohl wir wissen, dass es nichts nützt, weil natürlich immer die Bösewichte einen Schritt weiter sind. Wir benutzen die Vorstellung des Privaten heute im Grunde auch so als ein Segreto di Pulcinella. Wir glauben alle, wir tun alle so, als gäbe es ein Privatleben, aber in Wirklichkeit wissen wir natürlich, das ist alles, ja, es kommt ja alles irgendwie mal raus. Ne? Was im Dorf funktioniert und bei dem Stück von Pulcinella auch, ist, dass wir weiterhin so tun, als wäre es geheim. Weil das erfüllt wiederum, und da gebe ich dem Datenschützer natürlich recht, weil das hat der Professor Modelli auch bestätigt, wir brauchen das Gefühl von Privatheit, von dass es Geheimnisse gibt, dass bestimmte Dinge nicht jeder weiß. Das ist wichtig für uns, für unser Seelenleben, ne, dass wir nicht verrückt werden, dass wir nicht ausrasten oder sonstige Dinge tun. Als junger Reporter musste ich mal eine Geschichte recherchieren von dem einem Dorflehrer im Schwäbischen, der es nachts im Stall mit der Kuh getrieben hat und seitdem in der Vorstellung lebte, dass es alle wüssten. Niemand wusste es, aber er dachte, alle wissen es. Und eines Tages ist er durchgedreht, hat seine beiden Kinder im Bett die Kehlen durchgeschnitten, seine Frau in den Kopf geschossen, hat seine Pistolen genommen, ist nach Mühlhausen an der Enz gefahren, hat eine Scheune angezündet nachts und als die Menschen rauskamen, hat er sie alle abgeknallt. 12 Tote. Das war übrigens deswegen interessant, weil das der erste Fall in der deutschen Rechtsgeschichte war, wo einer wegen offensichtlicher Geisteskrankheit in die Anstalt eingewiesen wurde und nicht aufgehängt, weil er Mord begangen hat. Also ja, unser seelisches Gleichgewicht hängt offenbar davon ab, dass wir uns in das Gefühl lullen,
dass bestimmte Dinge geheim sind. Und ich denke, dass Diskretion da eine ganz, ganz wichtige Funktion haben wird. Und vielleicht ist das das, was uns noch fehlt. Vielleicht müssen wir so Regeln erarbeiten gemeinsam, die digitale Diskretion regeln. Dass es einfach klar ist, also bestimmte Dinge macht man nicht. Ne, man tut nicht das Foto von der betrunkenen Kollegin auf Facebook, vor allen Dingen nicht ohne sie zu fragen, weil man das nicht tut. Ja, es ist auch ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz und dafür kann man auch bestraft werden. Aber viel wichtiger ist es eigentlich ein Verstoß gegen die Netiquette, gegen die ungeschriebenen Regeln des Internet. Und wir müssen uns diese Regeln vielleicht erst noch geben. Das ist vielleicht der wichtigste Teil der digitalen Aufklärung, um die es hier geht, nämlich das Verabreden von Regeln, von Dingen, die man tut und die man nicht tut. Und wenn einer es doch tut, dann müssen wir auch Methoden entwickeln, wie wir das bestrafen. Und in einer Welt, die zunehmend auf Kommunikation aufbaut, ist natürlich die Höchststrafe, die wir aussprechen, der Entzug der Kommunikation. Jemand, der das macht, mit dem redet man nicht, mit dem kommuniziert man nicht, den grenzt man aus. Der wird sozusagen Pariah. Also vielleicht ist das ein Weg. Aber wir sind noch nicht so weit, wir brauchen noch ein bisschen. Vielleicht unterhalten Sie sich mal so jetzt 2 Minuten lang über Regeln, die vielleicht noch fehlen oder wohin sollte die Reise gehen. Was wäre so Ihre Meinung dazu? So, ich muss mich ein bisschen sputen, weil sonst wird die Zeit nicht langen. Das ist ein neuer Vortrag, den habe ich in der Form noch nie gehalten. Deswegen bin ich mit dem Timing auch noch nicht so richtig gut drauf. Ist viel zu lang, aber ich habe jetzt gerade ein bisschen was rausgeschmissen. Das kriegen wir schon hin, hoffe ich. Der letzte Trend, über den ich gerne noch mit Ihnen sprechen wollte, ist der zur totalen Kommunikation. Wir leben in einer Welt der unbegrenzten Kommunikationsmöglichkeiten. Und das ist eine gute Sache. Denn es stellt sich raus, wir Menschen sind kommunikative Wesen. Wir können ja gar nicht nicht kommunizieren. Ich konnte immer nicht kommunizieren in der Schule und musste deswegen immer nachsitzen, wegen Schwätzens. Ne? Wir finden auch immer einen Weg zu kommunizieren. Und wenn es keinen anderen gibt, dann machen wir es wie Pyramus und Thisbe und kommunizieren durch ein Loch in die Wand.
Und jetzt leben wir im kommunikativen Schlaraffenland. Es gibt so viele Möglichkeiten zu kommunizieren wie nie zuvor in der Geschichte. Schuld daran ist natürlich die sogenannte Social Media, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und wenn wir Social Media denken oder hören, dann denken wir immer an Facebook. Facebook ist zugegebenermaßen so das Flaggschiff, aber es gibt eine ganze Flotte von Tausenden von Social Media Plattformen, die kommen und gehen, die alle irgendwelche Bedürfnisse befriedigen und vor allen Dingen auch immer dazu dienen, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, zu kommunizieren. Es gibt Twitter, es gibt Foursquare, es gibt Quora, es gibt YouTube, alle möglichen, je nachdem, was Sie machen wollen. Die meisten davon kennt niemand von uns, aber das macht nichts. Es gibt Leute, die diese Kanäle verwenden und gut finden. Und wie gesagt, es kommen ständig neue hinzu und die weniger erfolgreichen fallen durch die Ritze. In dieser neuen Welt der totalen Kommunikation kennt jeder jeden und jeder schwätzt mit jedem. Das heißt, es kennt natürlich nicht in Wirklichkeit jeder jeden, aber man könnte, wenn man wollte. Facebook behauptet, dass die 1 Milliarde Menschen, die in diesem Netzwerk zusammen verbunden sind, über spätestens 4,5 sogenannte Hops miteinander verbunden sind. Ein Hop ist, also ich kenne jemand, der kennt jemand, der kennt jemand, der kennt jemand, der kennt jemand, ein halbes Mal kennt jemand, und das sind 1 Milliarde Menschen. Und wenn ich irgendeinen bestimmten Menschen kennenlernen möchte oder mit ihm reden möchte oder ihm eine E-Mail schicken oder sonst irgendwie kommunizieren, dann muss ich noch meine Freunde fragen. Das hier sind meine Facebook-Freunde. Ich habe so 700-800 Facebook-Freunde, einige davon kenne ich sogar. Man muss den Begriff Freund vielleicht hier neu definieren, aber immerhin. Also das hier ist eine wunderbare Grafik. TouchGraph stellt die automatisch zusammen, wo Sie die Verbindung Ihrer Freunde untereinander visualisieren können. Und da entstehen ganze Nachbarschaften. Also hier oben, das sind so meine Internetfreunde, meine Medienfreunde, also Leute, die wie ich halt medial unterwegs sind. Das ist der Ossi mit, ja, leider nicht mehr den Rastas, oder der Sascha mit seinem Hahnenkamm, oder Alexander oder Thorsten Schwarz, der Erfinder des Permission Marketing, oder Klaus Eck, Jochen Graf hier in München vom E-Business Verlag. Also lauter Leute, die halt in diesem Genre unterwegs sind. Und dann gibt's hier unten so die etwas orangene Nachbarschaft. Das sind so meine IT-Freunde. Das sind entweder IT-Journalisten oder sie arbeiten bei irgendeiner IT-Firma. Und dann gibt's auch so kleine Aussiedlerhöfe hier. Also das hier ist Kuppinger Kohl und Partner. Das ist eine kleine Analystenfirma, die ich mal mitbegründet habe, wo wir uns zum Thema digitales Identitätsmanagement auseinandersetzen. Aber alle diese Leute sind untereinander verbunden. Und wenn ich jemanden kennenlernen will, der hier noch nicht zu diesem Netzwerk gehört, dann frage ich einfach. Und irgendwie, irgendeiner kennt ihn vielleicht. Ne? Und wenn nicht, fragen die ihre Freunde oder und so weiter. Ja, Sie haben recht. Das sind Medien, soziale Medien, die vorzugsweise von jungen Menschen verwendet werden. Wobei Facebook gerade ein Problem hat. Facebook wird zu alt. Facebook wird attraktiv für uns, die etwas Älteren, und das finden die Jungen fad. Und deswegen hat Facebook jetzt im letzten Quartal das erste Mal ein Minus bei den Neuanmeldungen unter den jungen Leuten gehabt. Und das wird allgemein als sehr bedrohliches Signal gewertet. Facebook könnte, wenn das jetzt schief läuft, ganz schnell wieder weg sein. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber vor 5 Jahren, da gab es MySpace und niemand konnte sich vorstellen, dass MySpace jemals irgendwie weg wäre. Wann haben Sie das letzte Mal von MySpace was gehört? Ne? Die sind so weg. Facebook, ein falscher Zug. Ne? Die sind auch schlecht, zum Beispiel mit der mobilen Anbindung. Also, ob Sie die Facebook-App kennen, die ist schlecht. Ne? Die ist nicht wirklich gut und das könnte auch so ein Nagel im Sarg von Facebook sein. Also, keineswegs sicher, dass Facebook in 5 Jahren noch diese unangefochtene Stellung hat. Aber ja, die jungen Leute, die gehen spielerischer damit um, sind ungezwungener. Meine Tochter ist auf Facebook und hat meiner Frau und mir neulich mal mitgeteilt, dass wenn wir in Zukunft weiterhin mit ihr kommunizieren wollen, wir das bitteschön per Facebook zu machen haben, weil sie schreibt keine E-Mails mehr. E-Mail is so 20th century, Daddy, schrieb sie. Und da unsere Tochter in Irland lebt und wir
schon gerne mit ihr kommunizieren, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ich meine, macht mir nichts, ich bin so eine Rampensau, ich bin lang schon auf Facebook, aber meiner Frau war das gar nicht recht. Ne? Aber was will man machen, wenn man seinem Kind kommunizieren will? Ne? Und da erlebten wir dann, wie sie sich von ihrem letzten Freund getrennt hat. Das hat sie per Facebook gemacht. Ne? Unter Beteiligung ihrer Freunde. Die teilten sich in zwei Lager. Also die einen sagten, schick ihn in die Wüste. Und die anderen sagten, gib ihm eine Chance. Die Wüste hat gewonnen. Und ich habe sie gefragt, sag mal, Kind, ist dir das nicht peinlich? Nö, ich sagte, wieso? Das sind doch meine Freunde. Die dürfen das doch wissen. Freunde. Es ist auch keineswegs so, dass, was man manchmal hört, nur 2/3 aller Deutschen online sind. Und 1/3 ist ja offline und das ist ja wunderbar, weil dann können wir nämlich mit diesen Offlinern vielleicht ja noch Geschäfte machen, bis unser Ablaufdatum kommt. In Wirklichkeit gibt es nur einen Grund, weshalb noch nicht alle online sind, und das sind wir Alten. Also die Jungen, die 14- bis 19-Jährigen sind seit 2 bis 3 Jahren statistisch gesehen zu 100% online. Seit diesem Jahr die 29-Jährigen auch. Und nächstes Jahr sind die 30- bis 39-Jährigen dran. Also die meisten von uns, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, werden erleben, dass jeder selbstverständlich das Internet nutzt. Der einzige Grund, weshalb es noch nicht längst 100% sind, sind wir über 60-Jährigen. Wir sind zwar stolz darauf, die schnellst wachsende Gruppe im Internet zu sein, aber wenn du von Null kommst, kannst du ja nur wachsen. Außerdem, wir sterben ja demnächst, ne? Und das wird die Statistik ohnehin bereinigen. Alle anderen werden in einer Welt leben, in der das Internet so selbstverständlich ist wie das Telefon. Selbstverständlicher als Fernsehen. Meine Tochter zum Beispiel guckt kein Fernsehen mehr. Die hat keinen Fernseher. Die hat einen Laptop. Und wenn die abends von der Arbeit heimkommt und sich entspannen will, klappt sie das Ding auf und schaut sich irgendwelche amerikanischen Sitcoms auf YouTube an. Fernsehen, also ich bin froh, dass ich kein Fernsehjournalist bin. Ich bin auch froh, dass ich kein Tageszeitungsjournalist mehr bin, wenn ich sehe, was bei der Abendzeitung jetzt passiert. Das Internet wird selbstverständlich. Und das verändert die Menschen, das verändert die Kunden. Die neuen Kunden sind anders als die alten Kunden. Die neuen Mitarbeiter werden anders sein als die alten Mitarbeiter. Wir müssen gucken, dass wir als Arbeitgeber uns irgendwie hübsch machen, damit die Talente von morgen, die alle in diese Internetgeneration aufgewachsen sind, uns überhaupt als Arbeitgeber in Betracht ziehen. Denn auch hier verändern sich die Machtverhältnisse. Bewerber suchen sich heute, wenn sie talentiert sind, den Arbeitgeber aus. Nach ihren eigenen Kriterien. Auch da entscheidet jeder für sich, was für ihn wichtig ist. Und da in allen Branchen, die ich kenne, Talentmangel herrscht, und wir alle dringend auf qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen sind, können sich diese nachwachsende Generation von Talenten aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Alles ändert sich, zum Beispiel solche einfachen Dinge wie das Einkaufen selbst. Früher war Einkaufen ein linearer Vorgang. Wir haben irgendwas gehört, gesehen, gelesen. Was haben wir gemacht? Wir sind in den Laden gegangen, haben geguckt, haben es versucht zu kaufen, wenn es gerade da war. In der DDR hieß es dann immer, kaufen Sie doch das, was da ist. Warum wollen Sie was anderes? Und die ganzen Bemühungen des Anbieters konnten sich konzentrieren auf diesen goldenen Moment am Point of Sale, wenn der Kunde sein Geldbeutel gezuckt hat. Alles, die Werbung, die Kundenbindungsmaßnahmen, die Loyalty-Programme, alles war auf diesen Moment konzentriert. Und heute ist Einkaufen so ein nebulöser, vernetzter Vorgang. Ich sehe irgendwas auf YouTube, ich frage meine Freunde auf Facebook, kennt ihr das? Irgendwann kaufe ich vielleicht auch oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bei Ihnen, wenn Sie ein Anbieter sind, aber vielleicht auch nicht, weil Sie nicht auf Facebook sind. Was weiß ich. Und sobald ich gekauft habe, kommt der nächste Kommunikationsimpuls, weil ich fange dann an, meine Erfahrungen mit meinen Freunden zu teilen. Und das Ganze geht von vorn wieder los. Und irgendwo da drin ist der Anbieter. Vollkommen neue Situation und eine, mit denen sich die Anbieter sehr schwer tun. Märkte sind Unterhaltungen, hat mein Freund Doug Searles geschrieben im Cluetrain-Manifesto. Schon 99. Ein wahnsinnig wichtiges Buch für E-Marketeers, für Leute, die Marketing im Internetzeitalter machen wollen. Und er hat ja so recht. Märkte sind Unterhaltungen. Zunehmend. Und wer nicht mitreden kann oder will, der findet nicht statt. Ja, in diesem
Bildbuch hinter dem Bildschirm, beziehungsweise digitale Aufklärung, haben wir zwei Thesen noch aufgestellt, die ich Ihnen gern zum Schluss nochmal mit Ihnen teilen möchte. Und zwar, indem ich auch daraus vorlese. Ich verwandle das Ganze jetzt mal in eine Dichterlesung. Die These im Leben, das Leben in einer derart grundsätzlich anderen Welt wird zwar komplexer, aber nicht komplizierter, sondern eigentlich eher einfacher. Das ist in einer Welt, die sich gerade in diesen disruptiven Momenten grundsätzlich neu und anders darstellt, sicher nicht ganz leicht, aber allemal einen Versuch wert, denn im Erfolgsfall winkt immerhin die Erkenntnis, dass das Leben in einer derart gewandelten Wirklichkeit zwar komplexer werden mag, aber damit nicht notwendigerweise komplizierter oder schwieriger. Im Gegenteil, wer die neuen Errungenschaften richtig zu nutzen versteht oder bereit und in der Lage ist, das Neue zu erlernen, dem können sie das Leben auch einfacher oder reichhaltiger gestalten. Die Voraussetzung dafür ist allerdings die Bereitschaft, sich selbst einer gehörigen Anstrengung zu unterziehen. Und These 10, die letzte und abschließende des Buches, heißt, wir brauchen eine digitale Aufklärung, neu und selbstgedachte Kategorien, die allein dieser grundsätzlich veränderten Welt gerecht werden können. Nur damit können wir in dieser Welt kritisch reflektieren und produktiv nutzen. Auf die Idee von digitaler Aufklärung zu sprechen, sind wir gekommen bei der Betrachtung der Geschichte der Neuzeit. Wir hatten schon mal so eine Situation, wie wir es heute erleben, dass alles so sich auf den Kopf gestellt hat, dass die Menschen plötzlich den Halt verloren, dass sie den Glauben verloren an Bewährtes, an Erfahrenes, dass sozusagen neu nachgedacht werden musste über die eigene Situation. Und das hat furchtbar vielen Schwierigkeiten bereitet, Seelenpein, es führte zu fürchterlichen Verwürfnissen. Und einer der Auslöser, würde ich behaupten, war das Erdbeben von Lissabon 1750, das auch von Vordenkern der ersten Aufklärung wie Voltaire aufgegriffen wurde, weil sie sagten, das Ereignis hat den Menschen sozusagen die Sicherheit genommen, die sie bisher hatten. Sie lebten ja in einem System, in dem ein Glaube, eine Kirche ihnen vorschrieb, was sie zu denken hatten. Also im Grunde war alles klar. Wenn du dein Leben so ausorientierst an dem, was die Kirche sagt, dann wirst du selig und im Himmel kommen. So, und jetzt begann so im 16. und 17. Jahrhundert dieses Gerüst plötzlich in sich zusammenzustürzen. Es kamen Reformatoren und haben die Lehre der katholischen, der allein selig machenden Kirche in Frage gestellt. Und die Menschen wussten nicht mehr so ganz genau, wer hat jetzt eigentlich recht. Und dann konvertierte der Fürst und dann musste das ganze Volk mitkonvertieren und teilweise konvertierten sie wieder zurück und dann war die Verwirrung ganz groß. Im Schwäbischen weiß ich, Thaddäus Troll, der schwäbische Dichter, beschreibt, wie die Maultasche erfunden wurde. Das war nämlich das Herrgottsbescheißerle. Die sind so oft hin und her konvertiert, wegen dieses cuius regio, eius religio Prinzip, dass sie nicht mehr wussten, darf man jetzt eigentlich am Freitag Fleisch essen oder nicht. Also haben sie gesagt, lass uns doch außenrum Teig machen, dann sieht der liebe Gott nicht, dass wir da am Freitag Beet essen. So eine ähnliche Situation. Und dann kam das Erdbeben von Lissabon. Und eine große, stolze Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und die Menschen fingen an, sich zu fragen, ja, ist das ein gütiger Gott? Kann man an den glauben? Aber an was soll man denn sonst glauben? Sie waren entwurzelt. Und die Aufklärung hat ihnen Rationalität als Alternative präsentiert und gesagt, du musst selber sozusagen deine Regeln erfinden. Und dann kannst du wieder sozusagen ruhig schlafen, ein erfülltes Leben führen, ohne Angst zu haben, dass ich jetzt alles irgendwie falsch mache. Ja, und dann
Interessant ist die Parallele zum Erdbeben von New York, das wir in diesem Kapitel im Buch so beschreiben. Das wiederum geht zurück auf ein Zitat von Andreas Zielke. Andreas ist der ehemalige Feuilletonchef der Süddeutschen. Und er hat in einem, wie ich fand, sehr, sehr interessanten Feuilleton diesen Vergleich gezogen. Und das wollte ich Ihnen ganz gerne mal vorlesen. Damals, 1755, hat man etwas sehr Enttäuschendes über Gott und die Kirche gelernt. Heute müssen wir in menschliche Abgründe schauen. Es stimmt, eine Debatte ist in Gang gekommen, dank Snowdens Enthüllungen. Leider haben Medien und Politik bis dahin keine vergleichbare Aufklärung über den Aufstieg des digitalen Überwachungsstaates geleistet. Hoffen wir nicht nur, sondern tun wir möglichst viel dafür, dass unsere öffentliche Selbstaufklärung noch weiter an Fahrt aufnimmt und Früchte trägt. Es sind nicht nur internationale Konventionen nötig, vonnöten ist vor allem eine sehr viel weiterentwickelte Internet- und Freiheitskultur. Soweit Andreas Zielke. Genau, das ist der Andreas. Wir haben in dem Buch zum Abschluss versucht, auch uns den frühen Rationalisten der ersten Aufklärung zu nähern. Und da ist natürlich Kant der absolut wichtigste gewesen, der auch sich bedient hat, allerdings bei früheren Denkern, nämlich bei Horace, der mit dem Begriff Sapere Aude eigentlich die Leitmarke für die erste Aufklärung gesetzt hat, nämlich die Aufforderung an den Menschen, wage dich deines Verstandes zu bedienen, wage das Neue zu denken. Wir sind wieder an dem Übergang zu einer neuen Ära, in der die Grundfesten unserer Existenz, unserer Glaubenssysteme, unserer politischen Systeme ins Wanken geraten sind. Alte Modelle, die im analogen Zeitalter erfunden worden sind, taugen heute nicht mehr. Unsere Vorstellungen von geistigem Eigentum sind in einer Welt, in der es zwischen Original und Kopie keinen Unterschied mehr gibt, weil sie aus den gleichen Bits und Bytes bestehen, völlig unsinnig. Es ist eine völlig überholte Vorstellung. Wir halten aber daran fest, weil wir nichts anderes kennen. Vielleicht sind Dinge wie Open Source, vielleicht sind Dinge wie Rekontextualisierung, vielleicht sind andere Geschäftsmodelle nötig. Vielleicht muss ein Autor nicht mehr Bücher verkaufen, so wie ich, sondern er muss Vorträge halten über seine Bücher. Vielleicht müssen Musiker Konzerte halten, statt CDs zu verkaufen. Wir brauchen neue Regeln. Und wir müssen den Mut haben, das Neue zu denken. Nur so werden wir tatsächlich weiterkommen in eine Welt, die hoffentlich digital aufgeklärt sein will. Es sind jetzt intelligente Entscheidungen gefragt. Und jeder von uns muss an dieser Entscheidung beteiligt sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Koll, für diesen spannenden und ja, sehr ausführlichen und eindrucksvollen Vortrag. Ich kann mir vorstellen, dass bei Ihnen aber trotzdem auch in dem Vortrag Fragen aufgetaucht sind, die Sie vielleicht noch nicht mit dem Nachbarn geklärt haben. Und die Gelegenheit wollte ich Ihnen auf jeden Fall jetzt noch geben, diese Fragen zu stellen. Wollen wir uns kurz hinsetzen? Das ist sehr nett, ja. Weil das Laufen heute war dann doch ein bisschen anstrengend und dann eine Stunde stehen. Hätten Sie Fragen? Sind Fragen? Bitte, bitte. Ja, ich kann Ihnen sehr gut folgen in vielen auch der positiven Seiten, die Sie diesen neuen Entwicklungen abgewinnen können. Das kann ich also wirklich. Für mich scheint so ein Hauptproblem zu sein, was so diese Informationsflut, die durchs Internet auf uns zukommt, bringt, und wo ich eigentlich noch nicht die richtige Lösung sehe, das Hauptproblem zu sein, es ist eine Unmenge von sehr unterschiedlichen Informationen. Und wie finden wir das Richtige oder das Richtige aus? Einfaches Beispiel. Im Internet kann jemand sagen, Hitler war toll, im Internet kann jemand sagen, Hitler war gar nicht toll. Wie finden zum Beispiel junge Leute den Weg dazu, da so die richtigen Schlüsse oder das Richtige für sich rauszuziehen? Das scheint mir eine große Aufgabe zu sein.
Also ich denke, die Kids werden... Darf ich ganz kurz noch eine Frage dazu nehmen? Ich glaube, die gehört dazu. Wir nehmen ja immer für uns in Anspruch, wir können das schon sehr wohl gut nutzen und auch kluge Entscheidungen oder wir wägen ab und so, aber meine These ist, vielleicht kann das nicht jeder oder das hat auch bestimmte Voraussetzungen, dass man das kann und deswegen wird mich das genau diese Vielfalt von Informationen und wie kommen wir zu einer, was auch immer Sie jetzt mit Klugheit bezeichnen, aber wie kommen wir dazu? Ja, also ich meine, es ist eines völlig klar, es wird nicht nur Gewinner in diese Geschichte geben, es wird auch Verlierer geben. Es wird Menschen geben, die tatsächlich im schirmacherischen Sinne überfordert sind, deren Kopf nicht mehr mitkommt. Und da sind wir als Gesellschaft, denke ich, gefordert, da entsprechende Hilfsangebote zu schaffen, damit solche Leute nicht zwischen die digitalen Ritzen fallen. Mir ist überhaupt nicht bange, wenn ich so die jungen Leute, die ich kenne, und ich komme mit sehr vielen jungen Leuten zusammen, wenn ich sehe, wie die damit umgehen. Die entwickeln gerade Fähigkeiten, die sie in die Lage versetzen, besser mit dieser Informationsvielfalt umzugehen, als wir es je gekonnt haben. Sie werden ihren Weg machen und ich denke, da haben wir Alten ihnen auch nicht so furchtbar viel zu bieten. Denn wir sind nicht in dieser Welt sozialisiert worden. Wir sind nicht von frühen Kindesbeinen an am Computer gesessen und haben gelernt, damit umzugehen. Die werden Fehler machen, natürlich, klar. Aber sie werden ihren Weg machen. Das, wenn man so will, ist meine Grundoptimismus, was die Fähigkeit des Menschen, sich seiner neuen Umgebung anzupassen, angeht. Wir sind ein verdammt anpassungsfähige Spezies. Und wir werden auch das hier meistern. Wir werden vielleicht Hilfe brauchen. Ich könnte jetzt einen abendfüllenden Vortrag über Cognitive Computing halten. Die IBM mit Watson hat ja vor kurzem dieses amerikanische Gegenstück zu Wer wird Millionär oder wie heißt das? Diese Quiz-Sendung, ne? Die heißt Jeopardy in Amerika. Und Watson hat die beiden besten Jeopardy-Spieler der Welt geschlagen. Und dazu musste aber der Computer in der Lage sein, aus sehr, sehr disparaten, sehr weit voneinander entfernten Informationsquellen Rückschlüsse zu ziehen, was eigentlich eine urmenschliche Fähigkeit ist. Man spricht hier auch von synaptischen Computern, denn das menschliche Gehirn ist ja in der Lage, immer zwischen Informationsstückchen sozusagen Verbindungen zu schaffen, die sogenannten Synapsen. Das zeichnet ja das menschliche Gehirn aus. Deswegen ist unser Gehirn ja auch so wahnsinnig energieeffizient und so wahnsinnig leistungsfähig. Und so langsam kommen Computer in diese Richtung. Und wenn Sie sich mit synaptischen Computing-Spezialisten unterhalten und denen sagen, ja, wird jetzt der Computer irgendwann schlauer sein als der Mensch und wird der Computer die Weltherrschaft übernehmen oder so, dann lachen die bloß. Die sagen, nein, der Computer denkt natürlich nicht. Der Computer ist aber lernfähig. Das ist was anderes. Und solche intelligenten, lernfähigen Computersysteme werden in Zukunft sozusagen unentbehrliche Assistenten sein, die uns Menschen helfen, aus dieser riesigen Komplexität von Informationen die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Aber sie werden nicht für uns die Rückschlüsse ziehen, sie werden uns nur in die Lage versetzen, mit dieser Information umzugehen. Also auch hier muss die Technik sozusagen erst noch einen Schritt machen, damit sie uns helfen kann, mit dem, was wir an technischer Realität geschafft haben, da Herr zu werden. Aber da bin ich sehr optimistisch. War letzten Monat in Zürich im IBM-Lab, also was die machen dort in der Krebsdiagnose, in der Wirtschaftsprognose, in der Wetterforschung, also lauter unendlich komplexe Systeme. Und wie schaffe ich da eine Übersicht, eine Ordnung, die mich in die Lage als Mensch versetzt, eine intelligente Entscheidung zu treffen? Das ist hochspannend und ich denke, das werden wir alle noch erleben. Jetzt hatte ich da hinten noch eine Frage, bitte. Ja. Dann war für mich
Nein, darf ich ganz kurz die Dame? Kein Problem. Psychologen eigentlich der Meinung sind, dass Multitasking nicht möglich ist. Mich würde interessieren, also wo begründen Sie diese Theorie? Naja, also ich meine, wir können uns jetzt natürlich gegenseitig Psychologen an den Hals jagen. Ne? Also ich halte diese Aussage, dass die meisten Psychologen dieses Ablehnen für einfach falsch, denn ich kenne zu viele, die genau dieses Horn blasen. Aber es gibt eine Dame, Sharon Stone, die bei Microsoft, das ist eigentlich Anthropologin, die aber bei Microsoft das Usability Lab gemacht hat. Und die hat Tausende von jungen Menschen getestet, um diese Fähigkeit zu überprüfen, ob sie das können. Und sie stellt eine statistisch durchaus relevante Zahl von Fällen fest, bei denen Kids die Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit sozusagen aufzuteilen, entwickelt haben. Sie redet dann, sie nennt das Partial Attention Syndrome. Ne, also, und sie wertet es nicht, sagt, es ist nicht gut oder schlecht, ne, sondern die jungen Menschen, die sie erforscht hat, haben offensichtlich in hohem Maße diese Fähigkeit entwickelt. Und sie erklärt das als sozusagen Reaktion auf diese Situation, in der man irgendwie mit multiplen einströmenden Einflüssen, Impulsen fertig werden muss. Ja, weil sonst tilgt man irgendwann. Ne? Und statt mit Überforderung reagieren diese Kinder, die natürlich, also sie hat in Amerika geforscht und das sind Kinder gewesen, die also besonders stark den digitalen Techniken ausgesetzt gewesen sind, gerade in Silicon Valley und da oben in Washington. Sie behauptet, eine messbare Anzahl von Veränderungen bereits heute feststellen zu können. Und das deckt sich eigentlich mit dem, was ich so von Psychologen höre, Pinkes und andere, die alle sagen, das Gehirn hört nicht auf zu funktionieren, wenn es überlastet wird, sondern es entwickelt neue Schutzmechanismen, neue Fähigkeiten, wie auch immer. Denn sonst wäre der Mensch im Laufe seiner Geschichte, seiner hunderttausendjährigen Geschichte, sicherlich irgendwann mal ausgestorben, wenn wir das nicht könnten. Wir können das eigentlich sehr gut. Nicht jeder von uns, aber so als Art sind wir sehr, sehr adaptierfähig. Also Multitasking, computertechnisch gesehen, ist auch eine sequentielle Verarbeitung. Also der Computer macht es ja nicht wirklich gleichzeitig, ne, sondern er macht es hintereinander, aber sehr schnell. Also insofern haben Sie natürlich recht. Jetzt hatte ich hier vorne noch eine Frage. Professor, würde uns von dem Gedanken trennen, dass durch Einsatz im Internet die Welt besser wird. Ja? Sie wird schneller, sie verändert sich. Sie wird anders. Anders, genau. Mhm. Aber es wird weiterhin Schwachstellen geben in der Entwicklung, ja, die es positive Entwicklungen gibt. Nur anderer Art. Mit dem müssen wir Ältere halt uns abfinden. Die Jungen leben schon drin. Ja. Das ist jetzt normal. Nur wir tun uns schwer, mit dieser Veränderung zu leben.
Nur mal diese Einwendung. Aber die Gefahr ist natürlich, dass wir, die in einer anderen Welt sozialisiert worden sind und vielleicht tatsächlich nicht mitkommen, dass wir sozusagen versuchen, uns unsere Meinungen den Jungen zu oktroyieren. Das wäre schade, das ist aber im Laufe der Menschheitsgeschichte ja eigentlich immer der Fall gewesen. Die ältere Generation bremst ein bisschen und die Junge wollen ungestüm vorwärts. Nur durch die Beschleunigung, diese digitale Beschleunigung, wird dieser Konflikt, es ist eigentlich kein Konflikt, es ist eigentlich ein auch schon fast ein evolutorischer Prozess, ne? Der wird natürlich beschleunigt. Und mit dem Ergebnis vermutlich, und das ist natürlich für uns Ältere bedauerlich, dass wir noch weniger mitkommen, als vielleicht unsere Eltern es uns verstanden haben. Ne? Und die haben sich auch schon schwer getan. Jetzt sage ich eine Frage. In Ihrem Vortrag für die Entwicklung von neuen Regeln den Begriff Etikette geprägt war. Das ist es ja schon länger. Und so eine Etikette sollte ja entwickelt werden. Das ist aber, so wie ich das sehe, ein gesellschaftliches Problem. Ein, ich würde sagen, fast moralisches Problem. Ich möchte es da parallel dazu stellen. Mhm. Und dort sehe ich in unserer, mal Anführungszeichen, jungen Gesellschaft eine Entwicklung, die in der moralischen Seite wohl Schwierigkeiten heute hat. Wenn wir in der Jugend geraucht haben und es lag einer am Boden, dann war Ende. Mhm. Das ist es heute leider nicht mehr, aus unserem Verständnis. Und ich sehe das so eine parallele Entwicklung, dass auch so eine Entwicklung in der Etikette ja auch aus unserer Sicht nicht gut wäre. Wie würde dann so eine Etikette aussehen? Also ich denke, das werden die Kids selber ausschnapsen. Oder wahrscheinlich werden sie uns dann auch nicht mehr fragen, uns Alte. Aber das macht nichts. Das haben eigentlich junge Generationen über Zeit immer getan. Das Problem ist, dass es bestimmte Konventionen und Normen und Dinge, die man möglicherweise mit Moral versucht zu umschreiben, gibt, die einfach nicht mehr funktionieren. Das beste Beispiel für mich ist tatsächlich geistiges Eigentum. Ja, unsere Kinder empfinden kein Unrechtsbewusstsein, wenn sie irgendwas im Internet teilen. Im Gegenteil, teilen ist ein Gut an sich im Internet. Das ist positiv. Wenn ich was teile, tue ich etwas für die Gemeinschaft. Ne? Und jetzt kommt ein Verlag oder ein Künstler oder ein Autor oder so und sagt, ja, aber halt, das darfst du nicht teilen, das gehört ja mir. Das ist mein geistiges Eigentum. Und die Kids wissen nicht, worüber der redet. Es ist für mich ein typischer Fall, dass sich Rechtsnormen und vielleicht dann auch eben moralische Normen immer langsamer entwickeln als die Gesellschaft selbst. Also die Jungen sind weiter. Die können mit diesen alten Konventionen nichts anfangen. Sie sind aber gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, weil nämlich der Verlag ihnen möglicherweise die Staatsanwaltschaft an den Hals hetzt oder die Polizei oder die GEMA oder irgendwas. Ne? Wir brauchen andere Rechtsnormen, mit denen die Kids leben können. Und die werden das erzwingen. Die werden jetzt irgendwann ja auch mal Wähler sein und die werden dann auch Politiker wählen. Und auf diesem Umweg wird mit Verzögerung sich die Moralvorstellung, die Rechtsnorm anpassen. Das ist ein Prozess, ein langer Prozess. Wir stehen erst noch ganz am Anfang davon. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Ja, das wird wahrscheinlich im Gebiet der Privacy genauso passieren. Ja. Präzise Antwort. Ja. Haben Sie noch Fragen? Dann sind Sie wahrscheinlich jetzt auch. Es war ein langer Abend. War ein langer Abend. Genau so war es. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind und doch, denke ich, viel Neues erzählt haben. Vielleicht auch viele Dinge, die wir kontrovers noch diskutieren werden. Mhm. Das ist auch Sinn und Zweck. Das ist der Sinn. Schön, dass Sie da waren, dass Sie mitgemacht haben, auch bei den Chats dazwischen, fand ich klasse.
Die Reihe Leben 2.0 geht weiter. Draußen liegen die Klappkarten, wenn Sie es interessiert. Als nächstes kommt der Sprecher des Chaos Computer Clubs, Frank Rieger, zu uns. Und der Herr Morstedt zum Thema Big Data und Frank Rieger über sein letztes Buch mit den Maschinen. Mhm. Auf dem Weg zu den Maschinen, glaube ich, heißt es. Wenn Sie es interessiert, im Mai sind die beiden da. Nehmen Sie die Karten mit. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie hier wieder begrüßen könnte. Oder meine Kollegin, die das dann machen wird. Ja, jetzt kann ich Ihnen eigentlich nur noch einen guten Weg nach Hause wünschen. Und ich hoffe, Sie haben viele neue Erkenntnisse mitgenommen. Und bis zum nächsten Mal.